Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies-Podcast-Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Henning Harder und ich grüße euch. Ich bin nämlich heute euer Gilmore-Guide durch diesen Podcast und ich habe mir dafür zwei Gilmore-Girls ausgesucht aus unserer Redaktion, und zwar die liebe Lenka, hallo. Und die Lorin. Mit Lenka und Lorin geht dieser Podcast heute los und wir wollen uns heute ein bisschen über die neueste Staffel der Gilmore Girls unterhalten oder auch neue Serien, Miniserie, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Eine 8. Staffel, die aus 4 Episoden besteht und jetzt gerade seit Freitag bei Netflix abrufbar ist. Und da wollen wir uns mal ein bisschen erstmal warm quatschen und mal ein bisschen erzählen, wie wir denn so selber zu dieser Dramedy, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, stehen. Lenka, bist du ein Gilmore-Fan? Natürlich bin ich ein Gilmore-Fan. Ich habe alle Staffeln vorher noch einmal geguckt, habe geweint, gelacht und alles Mögliche. Also du hast alle 7 Staffeln nochmal durchgebinged als Vorbereitung? Ja, am Freitag waren es noch 16 Episoden bis zum Staffelfinale. Am Samstag konnte ich dann erst mit den neuen Folgen anfangen. Ein echter Gilmore-Profi. Und Lorin? Ja. Ich bin beim Rerun nur bis zur 5. gekommen, aber ich habe ja schon in der Nerdstube erzählt, ich habe das früher quasi religiös verfolgt. Also, religiös? Ja, quasi religiös. Ich habe das wirklich wie so ein Vorbild. Also du warst in der Kirche mit anderen Anhängern und vorne war eine Leinwand. Ich habe das schon, Religion kann man auch alleine ausüben. Also das war schon sehr ernst für mich, was die da gemacht haben und wie die waren und so. Das war schon eine Vorbildfunktion. Ja, ich habe das. Ich hab mich geärgert, nicht mit 16 schwanger geworden zu sein. Verdammt, ich glaube, dafür ist der Zug auch langsam abgefahren. Jetzt sowieso. Ich habe es ja selber auch immer geguckt, so nach der Schule. Ich bin dann immer so nach Hause gekommen, so mit 15 oder so. Und ich war dann irgendwie oft so um 2 oder 3 zu Hause und um 4 war ich dann immer vor der Kiste bei Vox, habe Gilmore Girls geguckt, heimlich. Und das konntest du natürlich keinem erzählen als Junge in der Pubertät, dass du Gilmore Girls guckst. Später in den 20ern habe ich festgestellt, ich war nicht der Einzige. Das war dann sehr, sehr erleichternd. Ich kenne sehr viele Jungen und es outen sich immer mehr. Allein hier in der Redaktion. Jetzt geht's. Ja. Aber damals im Jugendalter war das ein großes Fauxpas, wie sagt man? Ja, sagt man so. Ein großes Chapeau war das. Ich habe es mit meiner Schwester auch immer geguckt. Genau. Und deshalb sind wir eigentlich alle ziemlich, ziemlich große Fans und mögen das eigentlich auch ganz gern. Und jetzt geht's mit diesen neuen... Eigentlich, man bemerke das eigentlich reingeschoben. Naja, wir wollen mal gucken, ne? Jetzt geht's jetzt mit diesen 4 neuen Folgen weiter. Die setzen dann quasi 9 Jahre jetzt seit der letzten 7. Staffel, die uns beendet wurde, ein. Und Lenka, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wo uns die 7. Staffel sozusagen stehen gelassen hat. Ja, ich mach mal einen kleinen Rum- und Umschlag. In der 7. Staffel ist so viel passiert, wie in der ganzen Serie nicht, ja? Also am Staffelende von 6, glaube ich, haben sich Rory und Lorelei wieder vertragen, nach diesem Riesenstreit, weil Rory Yale verlassen hat. Ah, genau, ja. Gut, dann war es 1-2 Episoden wie immer in Stars Hollow und dann sind ja Christopher und Lorelei nach Paris geflogen, wegen Gigi, um sie der Mutter vorbeizubringen quasi. Dort haben sie spontan geheiratet, also einfach so aus dem Nichts haben sie geheiratet. Ja, jetzt Christopher und Lorelei. Lorelei und Christopher, Wie man das so macht, wenn man in Paris ist. Ja, wenn man in Paris ist, muss man heiraten. Ich war letztes Jahr da. Und ich habe gehört, das ist sogar die Stadt der Liebe. Nee, oder? Ja. Okay, erzähl weiter. Ungefähr 3 Episoden später war es schon wieder vorbei. Ja. Also auch... Das war wirklich so bekloppt, um wirklich nur noch mal Zeit zu schinden, bevor Luke und Lorelei endlich wieder zusammenkommen. Ja. Dann war noch Lane schwanger. Ach ja. Lane hat geheiratet. Liz und TJ war schwanger. Die haben auch geheiratet. Die Kinder sind, das Kind ist noch gekommen. Die haben ein Kind? Okay, das ja klar, Liz und TJ haben ein Kind, das wusste ich. Der Name, der hat mich auch wieder so aufgeregt beim Rewatch. Dula. Dula, wie wird das geschrieben? D-U-L-A? Ja. Und das klingt wie jetzt dieses andere Wort für Hebamme. Ja, eben. Das ist ja deshalb. Ja. Sie hat das, glaube ich, zu Hause bekommen und hatte eine Dula. Ach, sie hat das da. Ja, und die waren ja bis TJ und Liz waren ja ein bisschen... Okay, mein Rerun wird nur bis zur Ende 6. Staffel. Also die 7. Staffel galt ja insgesamt schon nicht mehr so als so ein großer Fanliebling, ne? Also ja, aber jetzt im Vergleich war die noch toll. Okay, erzähl erstmal weiter. Was passiert dann zum Ende? Dann war doch noch Logan, hatte doch so einen Unfall, wo er aus dem Flugzeug gesprungen ist. Oder war das jetzt der 6. Egal, auf jeden Fall war er im Krankenhaus, bla bla, die sind wieder zusammengekommen. Da war ja auch nochmal Streit zwischen Rory und Logan. Na klar. Nach dem Unfall sind die wieder zusammengekommen.
Und dann hat Rory, macht dann zum Ende der Staffel hin ihren Abschluss an der Yale. Mhm. Und ich glaube, also die letzten drei Episoden drehen sich darum, dass sie noch die Prüfung hat, dass sie voll nervös ist, was soll sie machen. Mhm. Sie weiß, hat keine Ahnung, was sie danach machen will. Oh, Wiederholung? Genau. Und in den letzten zwei Episoden ist halt der Abschluss steht der Abschluss im Mittelpunkt, dann die Großeltern geben eine Party, das war richtig süß, da haben sie doch für sie eine Ansprache gesungen. Ja. Da habe ich geweint. Aber dann nachdem die Großeltern gesungen haben, geht Logan auf die Bühne bei den Großeltern und macht Rory einen Heiratsantrag. Aber Rory sich nicht sicher, sie war total überrumpelt davon und hat dort auf der Party, wo 100 Gäste zugeguckt haben, erstmal nichts gesagt, rausgereimt. Und dann bat sie ihm um etwas mehr Zeit, um sich das zu überlegen. Und dann ist der Abschluss, die Abschlussfeier in der Uni. Und gut, Eltern und so weiter, Lorelei weint, als sie das sieht. Und am Ende der Episode sagt Rory Logan, dass sie ihn nicht heiratet, genau, dass es ihr zu früh ist und gibt ihm auch den Ring zurück. Und dann, glaube ich, kommt doch noch irgendwann dieses große Stadtfest nochmal zu Ehren von Rory. Ist das nicht das Finale? Das ist das Finale. Genau. Also dann, die Stadt konnte nicht zu Yale, also die hatten nur 4 Karten für Yale und die ganzen Stadtbewohner wollten dabei sein und dann überlegen sie, okay, wir spielen das nach. Die Übergabe und planen das und es steht schon alles fest. 2 Wochen später soll das stattfinden und plötzlich erfährt Rory, dass sie im Wahlkampf von Obama mithelfen kann. Stimmt. Und dann hat sie nur noch 2 Tage, sich zu verabschieden, alles zu packen. Rory und Lorelei wollten auch noch mal was zusammen machen, irgendwie noch mal verreisen oder was. Ach ja, diese Achterbahnfahrt durch ganz USA. Ach ja, stimmt. Das haben sie geplant. Ja. Ja, und dann auf einmal sind es nur noch 2 Tage und natürlich die ganze Stadt ist voll traurig, dass sie das nicht machen können für Rory. Und Luke, also Lorelei und Luke sind immer noch auseinander, aber Luke dann organisiert dann auf die Schnelle über Nacht alles auf dem Platz, auf dem Stars Hollow Marktplatz. Auf dem Dorfplatz, ja. Dorfplatz, ganz große Party. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Und Luke nimmt alle Sachen und Regenmäntel und sowas und näht das zusammen zu einer großen Plane, damit das stattfinden kann. Ich habe so geheult. Ich habe bestimmt 15 Minuten lang geheult. Oh. Ja, und dann ist halt das tolle Fest. Auch die Großeltern kommen dahin und sagen ihr auch noch mal, wie sie sagt denen auch, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und dann vertragen sich Luke und Lorelei endlich und dann ist Ende. Genau, das ist das große Happy, Happy End. Wie alt ist Rory da so gewesen? Wann hat sie ihren Geldabschluss gemacht? 22 ungefähr. Müsste ja so 23, 22 gewesen sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es vor 9 Jahren war. In den 9 Folgen ist Rory ja 32. Mhm. Genau, sie hat ihren Yale-Abschluss gemacht mit Logan. Ja, sie hat den Antrag nicht angenommen, aber waren die da denn jetzt noch zusammen? Nee, die haben Schluss gemacht. Logan war da ein bisschen ziemlich sauer, nimmt den Ring mit und geht. Ja. Also die waren nicht so, also der war beleidigt quasi. Und das große Finale war natürlich, dass Lorelei und Luke auch jetzt endlich so zusammen sind. Und das war das letzte Bild. Ja, und jetzt setzen wir 9 Jahre danach ein mit diesen 4 Episoden, die auch irgendwie ganz schön komisch angesetzt sind. Ne? Wir haben ja nur 4 Episoden, die 90 Minuten haben und die sollen ein Jahr abdecken. Und das fängt, glaube ich, an im Winter. Das fängt im Winter an, ja. Und da kannst du ja mal kurz erzählen, Lorin, weil Lorin und ich haben uns ja die Reviews aufgeteilt. Erst hat Lorin die erste Episode, ich die zweite, Lorin die dritte und ich die vierte. Kompliziertes System. Es war ein sehr kompliziertes System. Manche aber wir haben es gemeistert. Aber manche Leser haben es auch nicht mitbekommen. Ich wurde auch für eine Frau gehalten. Aber so ist das manchmal. Passiert. Dann erzähl mal, Lori. Okay, ich fange mal an. Wir setzen im Winter ein. Rory kehrt zurück nach Stars Hollow. Dann, ich gehe mal schnell durch. Wir sehen, Luke und Lorelei sind zusammen. Kirk ist wie immer. Tyler ist wie immer. Wir werden geupdatet, wo die beiden jetzt sind. Rory lebt aus ihren Koffern, hat ihr Apartment in New York aufgelöst und arbeitet als freischaffende Journalistin. Ja, Luke und Lorelei sind wie gesagt zusammen. Dann der Auftritt Paul, Rorys Boyfriend, an den sich niemand erinnern kann und der auch nachher nicht besonders wichtig wird. Egal, dann gehen wir weiter. Wir sehen
Rory hat die seltsame Angewohnheit aufgenommen, zu steppen gegen ihren Stress. In diesem Sinne wird Richards Tod zum ersten Mal angesprochen. Dann Dragonfly, Michelle, alles wie immer. Suki ist fort, was Lorelei sehr zusetzt. Wir gehen zu Emily, die hat eine neue Haushälterin von erstaunlicher Beständigkeit. Die hat sogar Kinder mitgebracht. Rückblick auf die Beerdigung von Richard, sehr emotional und natürlich ein Streit zwischen Emily und Lorelei. Zurück nach Stars Hollow, Luke und Lorelei unterhalten sich über Kinder, Auftritt Paris, die jetzt als Leihmutteragentin arbeitet, wie wir, glaube ich, jetzt als Konsens übersetzt haben, heißt dieser Beruf eventuell. Sie ist ein Babypimp, kann man sagen. Sie ist ein Babypimp, ja. Sagt, wir nehmen das, besser. So, Rory trifft Naomi Shropshire, über die sie ein Buch schreiben soll. Das war alles nur in der ersten? Oh mein Gott. Ja, ja. 90 Minuten. Das sind halt echt, ja, es ist wirklich viel erzählt immer. Dann, wir stellen fest, sie hat eine Affäre mit Logan, der derweil verlobt ist, mit einer Französin, glaube ich. Luke und Taylor nähern sich an und Paris kommt nach Stars Hollow. Wir bekommen eine Hap-Alien-Probe. Das war's. Genau. Wir machen mal einen kleinen Schnelldurchlauf durch die vier Episoden. Dann geht's weiter mit dem Frühling. Frühling. Doch, doch. Ja. Jetzt bin ich selber mit den Jahreszeiten durcheinander gekommen. Nach Winter. Frühling. Wir setzen mit dem Frühling ein. Rory ist nicht so ganz zufrieden mit ihrem Beruf bei dieser, wie hieß sie nochmal? Naomi. Naomi Shropshire. Shropshire. Sie hat da nicht so richtig Lust und irgendwie setzt ihre Affäre mit Logan immer noch fort, erfahren wir nach 3 Monaten oder was jetzt so der Zeitsprung ist. Das läuft irgendwie immer noch. Sie fliegt auch immer zu ihrer guten Freundin, ich glaube Didi in London. Oh ja. Hieß sie Didi? Meine ich. Oh, was für ein Cover. Und das ist natürlich Logan. Knickknack. Und und sie ist nicht so richtig zufrieden mit ihrem Job und irgendwann schmeißt sie den dann auch hin und ist irgendwie auf der Suche nach einem neuen Job. Sie ist dann, glaube ich, beim GQ, spricht da mal vor und die ganze Zeit meldet sich so ein Online-Magazin, das sie unbedingt haben will, weil sie die große, große Rory Gilmore ist. Aber und das ist ja unter Rorys Niveau. Ja, eine Online-Zeitung. Also eigentlich ist ja das. Das sehen wir, glaube ich, schon ein bisschen kritisch, dass man hier den Online-Journalismus dermaßen diskreditiert. Also das Büro da sieht sehr nett aus. Ne? Ja, also ich weiß auch nicht. Da fühlte ich mich persönlich auch ein bisschen beleidigt. Und da war es schon vorbei. Genau. Sie probiert auch verschiedene Sachen raus. Sie fliegt mal nach New York, hat eine Idee, glaube ich, für diesen Artikel über Schlangensteher, wo wir einen sehr witzigen Parenthood-Cameo sehen. Ich bin ja mittlerweile, ich habe jetzt zum Beispiel nicht wie Lenka Gilmore Girls rewatched als Vorbereitung. Ich bin dafür jetzt derzeit in der 5. Staffel Parenthood und habe mich da so ein bisschen der Familienserie und Lauren Graham angenähert. Genau, wir kriegen Amber, die einen kurzen Cameo hat zu Gesicht. Und ganz am Ende läuft es alles nicht so gut für Rory und sie geht dann trotzdem zu ihrem nicht wirklich angesehenen Online-Journalismus und hat sich noch nicht mal vorbereitet. Das war so eine Szene, wo ich gedacht habe, ja gut, du bist zwar Rory Gilmore, aber du bist auch nicht der Nabel der Welt. Und dann bekommt sie diesen Job nicht, weil sie nicht mal eine Idee nennen kann für einen Artikel. Nicht eine. Sie kann nicht sich irgendwas aus den Fingern saugen, sondern sie sagt... Sie hat ja auch vorher die Idee mit dem Schlangenstehen nicht, sondern die wird ihr vorgeschlagen von den anderen Leuten. Also sie hat ja generell überhaupt keine Idee. Genau, und Rory insgesamt macht irgendwie einen Eindruck, als wäre sie nicht die kreativste von allen, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Aber das nur nebenbei. Nebenbei, Loreleis Plot geht weiter. Das mit dem Kind hat sich anscheinend komplett erledigt. Luke und Lorelei haben sich dagegen entschieden. Naja, gut, wie das so ist. Und stattdessen ist Lorelei irgendwie so ein bisschen in die Therapie mit Emily gezogen worden. Die holt sie da so ein bisschen ins Boot mit. Sie soll angeblich mit hinkommen. Und wir bekommen diese Therapie dann zu sehen, wo ich mir ehrlich gesagt recht viel von versprochen habe. Aber das schien so. Ja. Ich dachte mir echt, die Familie hat totale Probleme, Kommunikationsprobleme. Total guter Ansatz, aber irgendwie wird da nicht viel draus. Wir bekommen ein paar Stunden serviert, in denen nichts passiert. Sie schweigen sich an. Manche finden das ganz lustig zwischen Emily und Lorelei. Ich fand es jetzt nicht so geil. Und am Ende sitzt Lorelei dann alleine dann in der Therapie. Und ich glaube, in der gleichen Folge ist es auch noch, wo Luke offenbart wird, dass der Richard, Gott hab ihn selig, ihm ein kleines Vermächtnis hinterlassen hat. Und zwar hat er ihn in seinem Erbe bedacht und wollte ihm ein bisschen Geld überlassen, um ihm ein Franchise aus Luke's Diner zu machen. Was wir ja auch irgendwie schon kennen. Ne? In welcher Staffel war das nochmal? Ich glaube, in der 4. oder 5. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das ist ganz am Anfang. Also wieder so ein Plot. Das war ja noch damals, da ist Richard mit Luke da an Golfen gegangen und hat gesagt, du musst mehr machen, musst mal richtig da die Asche packen und so. Glaube ich, war wortwörtlich die Wahl. Und das passiert so.
und es trappelt so vor sich hin und sowohl Lorelei als auch Rory sind so ein bisschen immer noch in der Sinnkrise gefangen. Wir springen zum Sommer rüber und landen mit den beiden im Freibad, wo sie sich nicht zu schade sind, oh, andere zu bodyshamen. Für mich ein Low-Punkt. Der, ja, aber wo war das Freibad jetzt überhaupt? Das ist Stars Hollow. Das geht dann hoch und dann kommt dieses Schild, da steht Summer, Stars Hollow, Summer. Also für alle, die die Stars Hollow-Karte gerade vor Augen haben, man muss mal links abbiegen. Aber es ist schon seltsam, die Stadt wirkt anders. Es gibt plötzlich Dinge, wo ich dachte, das gab es noch. Es gibt ja so gefühlt 10 Häuser. Nur, ne? Ja, aber jetzt gibt's auch ein Schwimmbad. In 7 Staffeln waren sie nicht einmal schwimmen und plötzlich ist dann ein Schwimmbad. Ja, und es ist auch Sommer. Ja, weil sie das ja auch eigentlich furchtbar finden, obwohl jetzt nicht erklärt wird, warum sie dann hingehen jetzt plötzlich. Irgendwo musst du die Leute bodyshamen. Einer dieser Witze, der dann anfängt, ist ja, dass sie so darüber lästern. Ja, aber das funktioniert einfach nicht wie früher. Okay, wir gehen erstmal weiter. April besucht nämlich Familie Gilmore Danes. Mhm. Und wir stellen fest, auch Lukes Tochter hat eine Krise. Geht einfach mal schnell drüber hinweg weiter zur Stadtversammlung von Stars Hollow. Da stellen wir fest, die Stars Hollow Gazette schließt und es wird ein Musical geben. Yay. Stimmt, da muss ich noch mal kurz einhaken, was ich vergessen habe. Genau, im Frühling gab es auch zum Beispiel noch das Angebot an Rory, was ich gar nicht uninteressant war, von Chilton, von dem Rektor. Ach so, ja. Dass sie ja quasi ihren, ich glaube, sie hat ja anscheinend keinen Master, was mir jetzt gar nicht so klar war. Hat sie dann nur einen Bachelor? Ich weiß es gar nicht. Dass sie ja quasi ihren Master nachmachen könnte und als Lehrerin an Chilton anfangen könnte. Und da habe ich gedacht, warum denn nicht? Weil wir kriegen sie ja auch so zu sehen, wie sie ja auch dann einen Vortrag hält und sie ist so dabei und man kann sich das auch gut vorstellen. Es wäre, finde ich, auch ein guter, so ein Mittelmaß zwischen immer noch im kleinen Städtchen bleiben, aber trotzdem was Anspruchsvolles machen. Ich fand die Idee total gut, aber naja, Entschuldigung, wollte ich nur kurz einwerfen, wird auch nicht mehr aufgegriffen. So, nach einigen, also es wundert mich auch schon, dass auf der ganzen Stadtversammlung niemand sagt, ja Rory, dann mach du das doch weiter. Es wird erwähnt, die Zeitung hat kein Geldproblem, es gibt keine Probleme, außer es fehlt ein Redakteur. Wir haben 7 Staffeln vorher lang gesehen, wie alle sie hypen und plötzlich niemand sagt das. Ja. Okay, weiter. Aber war der verstorben oder warum ist der Redakteur? Das waren ja so ganz alte, achso, in Rente. Ja. Das waren ja alles so ganz alte, kreisige Redakteure. Ja, das hat auch sehr viel Sitcom. Warum die beiden anderen nicht in der Rente sind, das habe ich nicht verstanden. Naja, einer muss die Akten sortieren. So, wir gehen erstmal weiter, während Rory also endlich sich dazu durchringt, sich als Redakteurin anzubieten, leidet Lorelei in der Musical-Jury, die ungefähr 40 Minuten lang vorgeführt wird. Wie auch immer, Michelle offenbart, dass er das Dragonfly Inn verlassen möchte, was für Lorelei quasi nochmal ein... Ja, aber das fand ich auch blöd. Aber erzähl erst mal. Wir können das jetzt nicht bei jedem Satz. Ja, okay. Ich halte mich zurück. Aber jetzt haben wir einen kleinen Lichtblick. Jess kommt in die Redaktion der Stars Hollow Gazette, was kurz, aber ganz charmant ist, obwohl ich nicht Team... Jasper. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich wollte vorhin noch mal ganz kurz klären, wer hier in welchem Team ist. Ne? Ich habe es ganz vergessen. Ja, aber du weißt, wenn du das jetzt offenbarst, du bist in der Unterzahl. Ne? Ich weiß, aber ich bin auf jeden Fall noch mal auch an alle Hörer da draußen und die in meinem Team sind, ihr wisst es zu schätzen. Ich bin natürlich Team Jazz. Er ist einfach für mich der Einzige, der Rory irgendwie geistig auch die Stirn bieten kann. Einfach und immer noch sitzen lassen und in einen Bus gestiegen. Er war pubertär und er war in der Suche nach sich selbst. Aber als er wiederkam und sein Buch geschrieben hat, habe ich gedacht, alter Verwalter, aus dem ist ganz schön was geworden. Und das war auch in diesen 4 Episoden wo. Ich bin auf jeden Fall Team Jazz und ich bleibe Team Jazz. Und ihr? Okay, also wir sind einhellig. Team Dean? Ja. Team Dean immer gewesen. Das ist jetzt schwierig nach dem 4. Der Ehebrecher. Aber einfach auch nur, weil er der Erste war und der Süßeste. Er war ein super Freund. Kurze Frage, er war so toll. So einen Freund wünscht man sich für seine Tochter und die, als ersten Freund. Guck mal, Dean als war ja auch noch Freund, jung. Ja. Das Argument gilt nicht nur für Jazz, das gilt auch für Dean. Als er Ehebrecher war, war er schon älter. Aber die Grundlage bei Dean war Er hat sie einfach geliebt. Ja. Er hatte keine bekloppten Probleme. Nee, aber er war halt so der simple Supermarkt-Guy, ne? Er hatte nicht so viel auf der Pfanne wie sie. Sie war ein bisschen unterfordert. Er hat auch gelesen. Was denn? Sie hat ihm doch immer Bücher gegeben. Man muss ja nicht das Gleiche machen, aber er hat alles unterstützt, was er ist aber ein bisschen traurig. Wir haben keinen Team-Logan-Anhänger hier jetzt, ne? Nadja. Nadja, wir denken an dich. Hallo Nadja, wir grüßen unsere Kollegin. Du hast gewonnen. Wir grüßen unsere Kollegin Nadja, die leider jetzt hier nicht dabei ist, weil sie ein kleines Kind behüten muss. Und die war immer großer Team Logan-Fan. Naja, kann man auch machen. Sie war auch Team Christopher, möchte ich nochmal einwerfen.
Ach ja. Ich wusste gar nicht, dass es das Team gibt. Ich bin ja mit Adam noch in der Unterzahl. Wir sind ja Team Digger-Fans. Möchte ich noch kurz einwerfen. Nee, bei Lorelei war ich schon immer Team Luke. Immer. Mensch. Von der ersten Episode an. Wie kommt man auf Team Luke? Nicht mal Team Max? Nee. Max? Okay, okay, aber wir haben unsere Teams klar gemacht, Team Jazz anderen, und dieser Team. Gehen wir auf den Lebensgefährten Jack. Ist jemand Team Jack? Wer war das nochmal? Emily ist neuer. Ach so, Team Jack. Ja, ich wollte in der Chronologie hier, das ist das Nächste, was ansteht. Also Emily stellt uns ihren neuen Lebensgefährten vor. Lorelei, ist es so klar, dass es ihr Lebenspartner ist? Ja, ich fand es auch ein bisschen reingeworfen. Also Emily, aber weil du es von der Story nicht gut fandest. Mhm. Ja, das fand ich auch nicht, aber ich finde, so auf Emily-Art hat sie schon klar gemacht, dass es jetzt. Ja, so es war so ein bisschen, ich glaube, so ist das auch so in so einem höheren Alter. Das ist jetzt auch gar nicht so, weiß ich nicht, sexuell oder so. Ich glaube, das ist auch einfach eine ganz andere Art von Beziehung. Ne? Ich glaube, aber vor allem, es ging aber auch von ihm aus, hatte ich das Gefühl, dass er sich auch ganz schön um sie bemüht hat. Ich glaube, ihr war das ganz recht, dass jemand da ist so und so ein bisschen sich, naja, sie da mal hinfährt oder so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie emotional da jetzt so stark involviert war. Nee, das überhaupt nicht. Nö, aber so ist ihre Art halt auch, ne? Also ja, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall, Lorelei regt sich auf, was ich nicht so ganz verständlich finde, aber gut. Worüber regt sich Lorelei auf? Ja, dass sie einen Freund, dass Emily einen Freund hat. Sie tut ja so, als wenn die jetzt quasi ausgenutzt wird und das alles ganz furchtbar ist. Ja. Wobei es ja schon klar ist, die kennen sich seit 30 Jahren. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Lorelei mag einfach keine Veränderung. Ja, aber es passt nicht zu ihr, da diesem, weiß ich nicht, kleinen Glück der Mutter im Weg zu stehen. Nee. Hätte allem, sie früher nicht gemacht. Vor allem entspricht das viel mehr ihrem eigenen Charakter. Das ist ja eigentlich die Seite an Emily, die mehr Lorelei entspricht. Und sie hat ja eher immer gegen dieses Spießige angekämpft. Und dass sie sich zum Beispiel im hohen Alter jetzt einen neuen Partner holt, würde eher Lorelei entsprechen. Andererseits, finde ich, kann man jetzt, wenn man überlegt, wir hatten ja auch in der ersten Folge ja auch nochmal Rückblenden auf Richards Tod und so weiter, auf die Beerdigung. Wenn man sich darauf nochmal konzentriert, ich glaube, als Kind zuzusehen, dass deine Mutter einen neuen Partner hat, nachdem dein Vater verstorben ist, glaube ich, trotzdem jetzt nicht super cool. Also ich glaube, das kann ich schon da ein bisschen nachvollziehen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Stiefvaterersatz ist. Lorelei ist fast 50. Aber zumindest ist es nicht Taylor, ne? Da können wir auch froh sein. Oder Kirk, man weiß es nicht. Der war ja auch schon am Tisch. Kirk und Emily? Oh Gott. Okay. Das wäre richtig gut. Okay, wir kommen zum Ende des Sommers, denn da entscheidet Lorelei, dass sie auf Wanderschaft gehen möchte. Getreu dem Buch, nicht des Filmes Wild. Ja. Und offenbar klappt das. Wir haben, glaube ich, noch eine kleine Sache vergessen. Und zwar hatten wir es erwähnt, dass Jazz Rory auf eine gewisse Idee bringt. Stimmt, ja. Nein, das haben wir vergessen. Ja, er hat die grundlegende Idee, dass sie über ihr Leben schreiben soll. Genau, also dass sie über ihre besondere Beziehung zu Lorelei, diese Mutter-Tochter-Beziehung. Was für eine Wendung. Soll. Nicht so die originellste Überlegung. Fandet ihr nicht so gut? Dass die Hauptfigur letztendlich die ist, die ganze Story geschrieben hat, finde ich sehr klischeehaft für eine Serie. Ja, ich muss aber sagen, ich fand es jetzt. Roseanne. Der Herr der Ringe, habe ich schon erwähnt. Es ist auch für Rory keine gute Sache. Es ist einfach so, ja, ich habe keine Idee, okay, dann schreibe ich über mich. Ich fand es nicht so schlimm, weil ich fand, das war zumindest, weil ich, wie gesagt, ich habe mich über die Therapie, dass da nichts kam, sehr geärgert und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas ist ja, irgendwie ist in dieser Familie da der Wurm drin. Und ich fand jetzt zumindest, dass dieses Buch und dass sie ja dann auch anfängt zu recherchieren, zumindest auch so ein bisschen das aufarbeiten kann, wie die Familie zueinander steht. Ich fand es jetzt prinzipiell nicht schlecht. Und ich fand, dass, ich weiß, was du meinst, es ist jetzt nicht neu, dass der Hauptdarsteller jetzt die Geschichte der Geschichte schreibt. Das so, ja. Ich fand es aber für den Punkt, wo sie jetzt stand mit ihrer Sinnkrise, fand ich es jetzt okay. Und ich fand es auch okay, dass Jazz das sagt, weil Jazz sie immer, finde ich, ein bisschen kritischer betrachtet hat als ihre anderen Freunde, Team Jazz. Hey. Und also ich fand es okay. Ich fand es für den Zeitpunkt, für den Moment, wo wir jetzt bei Rory waren, fand ich es nicht ganz schön. Okay, da muss man ja noch zu erwähnen, Lorelei ist gar nicht begeistert davon. Genau. Zunächst. Ja, das ist auch total unverständlich. Finde ich auch komisch. Ich finde es okay, dass sie nicht hundertprozentig d'accord geht, finde ich okay. Dass sie jetzt sagt, du, ich habe Sachen in meiner Vergangenheit gemacht, die waren nicht alle erst rein. Es geht ja auch so ein bisschen, ich hatte auch das Gefühl, jeder hat auch so ein bisschen Angst, dass Geheimnisse da ans Tageslicht kommen. Ja, das sagt sie ja auch direkt. Schützen wollen, deswegen, ich verstehe das schon ein bisschen, weil ja schon ihr, also durch diese Sache, wie ihr Leben gelaufen ist und durch Emily und diese ganze Umgebung, ist ja schon viel über sie geredet worden, was sie nicht in der Hand hatte und was sie nicht wollte. Ja. Sie hatte schon stark dafür gekämpft, gesehen zu werden, wie sie gesehen werden will. Ja. Und sich dieses eigene Leben aufgebaut mit 16 in Stars Hollow, wo sie die sein kann, die sie will. Und das kann ich schon ein bisschen verstehen.
Was ich ja nicht verstehe, ist, wie es weitergeht. Also, wie es dann in der letzten Episode weitergeht. Ja, aber, erst ist sie halt ein bisschen überrascht. Ich meine, wäre ich auch. Und der Zeitpunkt, das auf dem Friedhof zu sagen, ist auch so ein bisschen. Ja, aber sie hatte ja auch mal so ein Interview gegeben für irgendeine Zeitschrift, wo sie über Emily voll abgelästert hat. Mhm. Echt? Ja, die hat sie als sonst was, als Stalin und sonst was in dem Stimmt, Interview. Stimmt, das ist, glaube ich, das. Ja. Ach, das, wo sie aber irgendwie falsch verstanden wurde, oder nicht? Nee, sie wurde nicht falsch verstanden. Ja. Sie hat das alles so gesagt. Und dann hat sie versucht, das Interview zu stoppen. Ich glaube, es kommt dann doch raus, weil Emily ist da natürlich nicht so begeistert. Okay. Ja, aber vielleicht ist das ja sozusagen so ein bisschen die Angst einfach, die Lorelei hat, dass quasi mal ihre Mutter-Tochter-Beziehung zu Emily ist ja wirklich nicht gut. Hm. Und vielleicht ist einfach auch ihre Erziehung von Rory dadurch total geprägt, dass sie Angst hat, dass sich das wiederholt. Egal, ich meine, sie bemüht sich ja total um Rory. Das kann man ja auch so sehen, dass sie dadurch das unbedingt verhindern möchte, dass sich das wiederholt. Hm. Und vielleicht hat sie dann Angst, dass da irgendwie, und sie ist ja, Lorelei ist ja gerade auch in so einer Selbstfindungskrise. Und wenn dann in dem Zeitpunkt jemand kommt, der irgendwie vielleicht noch, ich meine, dann geht's dir ja nicht gut, der dann vielleicht noch deine Fehler irgendwie durchkaut. Ich kann es irgendwo das nachvollziehen. Stimmt. Ich fand es aber dann darauf bezogen, dass Rory davor schon totale Probleme hatte, irgendwie zu definieren, was sie jetzt machen möchte. Will sie jetzt eine Journalistin bei einem großen Blatt sein? Möchte sie selber arbeiten? Möchte sie Buchautorin sein? Was möchte sie eigentlich? Und dann sowas findet, was ihr total den Halt und den roten Faden gibt, sich da zu verweigern, das fand ich eher krass. Eher dann wieder, dass man sagt, naja, das müsstest du aber Rory zuliebe schon irgendwie doch mitmachen. Und da, finde ich, ähnelt sie dann doch auch Emily, ne? Da ist sie dann ein bisschen selbstbezogen. Ja, in dem Moment. Aber dann, wenn wir weitergehen, wird es ne? Wir gehen dann in den Winter. Lorelei hat ihren Rucksack gepackt. Herbst. Ach, in den Herbst. Oh Gott. Diese Jahreszeit, mein Gott. Jahreszeit, weißt du? Hier in Berlin, wir haben Sommer und Winter. Ja, wir haben keinen richtigen Herbst und der Frühling ist auch nur ganz kurz. Damit komme ich schon nicht klar. Ich kann nie Übergangsjacken tragen. Genau, also Entschuldigung nochmal. Also wir gehen in den Herbst. Tut mir leid, liebe Serien-Junkies-Leser. Ich wirke sehr unprofessionell. Nein, wir gehen in den Herbst und Lorelei hat ihren Rucksack gepackt, macht sich auf Selbstfindungs- und Wanderungssuche, die leider nicht ganz so glorreich funktioniert. Und irgendwie ist es hat das bei mir nicht so ganz funktioniert. Wir haben gesehen, sie bei hat... Bei dir? Bei allen hat es nicht funktioniert. Bei uns dreien. Wir wollen unseren Lesern die Möglichkeit... Wir sind alle in diesem Moment, in diesem Raum. Vor allem, sie hatte Therapie. Das hat nichts gebracht. Wir haben nicht eine Erkenntnis aus dieser Therapie mitgenommen. Wir haben stattdessen gesehen, dass ihre Therapeutin anscheinend bei dem Musical irgendwie vorspricht. Ja, ich habe das und die Schauspielerin ist ein Broadway-Star. Und vielleicht soll es ein Meta-Witz sein, aber es hat überhaupt keinen Sinn für die Story. Und habt ihr Meta gelacht? Ich habe nicht einen Meter gelacht. Ich finde es auch furchtbar. Ich wollte es nur dazwischen werfen. Diese ganze Therapie wirklich hat die ganze Geschichte nicht einen Meter nach vorne gebracht. Nee. Wieder Meter. Mhm. Und stattdessen macht sie jetzt diese Wanderung, die, wie schon prognostiziert von Luke und Rory, nicht so richtig locker verläuft. Stattdessen irgendwie kommt sie mit ihrem riesigen Rucksack nicht klar. Sie lernt ein paar nette Leute kennen, die finde ich, das fand ich gar nicht schlecht am Lagerfeuer, muss ich sagen. Da gab es irgendwie auch so ein paar, die haben sich vorgestellt, wer sie sind. Fand ich okay. Aber dann irgendwie kriegen wir die nächsten Parenthood-Cameos serviert. Ich rolle mit den Augen. Zwischendurch am Lagerfeuer ist ein Bunheads-Cameo. Das ist Oristano. Ja, da sind nämlich auch ein paar von da. Ach so, das habe ich nicht mitgekriegt. Also es ist eine Cameo-Party, dieser Trip. Ja. Und dann trifft sie zuerst auf, wie heißt der Darsteller nochmal? Jason Ritter. Jason Ritter aus Parenthood, der da den Freund von Lauren Graham gespielt hat. Der ist ein Parkranger und lässt sie gerade so durchgehen, ne, weil er so ein Bubi ist und das so macht, wie bei Parenthood. Und der zweite ist dann halt Peter Krause. Sagt man Krause oder Cross? Ich sag Krause. Aber ich kenne mich ja. Peter Cross, sag ich. Und der lässt sie nicht durch. Der ist auch so ein bisschen Parenthood-like und ist so ein bisschen der Hardliner und sagt, nee, das geht nicht. Die Regeln. Die Regeln sind für etwas geschaffen. Genau. Und der zweite Witz ist ja, dass Lauren Graham und Peter Krause ein Paar sind. Sind sie noch, oder? Ja, sie sind noch zusammen. Sehr genau. Und dadurch ist dieser ganze Trip dann irgendwie, schon gescheitert. Und dann kommt aber noch der Schlüsselmoment. Sie sieht noch mal einen Blick über eine schöne Landschaft. Das ist ja anscheinend noch nie passiert. Hey, letztendlich macht sie das alles in Kurzform, Aber was hat sie denn erwartet, was sie da sieht? Mit sich und der Natur alleine zu sein. Ja. Und das macht sie dann halt, indem sie kurz neben diesem Haus das ist drei Schritte auch, geht. Sie und Natur ist auch total out of character. Das ist nicht Lorelei. Nee, aber deshalb passt ja, dass sie daran scheitert, muss man ja wieder sagen. Yeah. Aber dass überhaupt dieser
dieser Blick ihr jetzt die gesamten Twist gibt, wie es jetzt weitergeht, nachdem, glaube ich, so ein halbes Jahr Therapie nichts gebracht hat. Naja, gut, so ist das. Ein Blick auf die Landschaft reicht und sie weiß, was sie will. Was will sie, Lenka? Luke? Sie will Luke heiraten. Emily hat so, ich meine, oh mein Gott, was war das jetzt für eine Erkenntnis? Wir sind ja 20 Minuten vom Finale, natürlich will sie Luke. Sie will Luke heiraten. Was Emily ihr übrigens die ganze Zeit gesagt hat, was auch wieder so ist, irgendwie Emily die ganze Zeit, ja, warum seid ihr nicht verheiratet? Heiratet doch mal. Ja. 9 Jahre später. Und das ist jetzt das Ding, was jetzt alles rettet, sie will Luke heiraten. Muss ich aber sagen, fand ich schon ganz schön. Ich fand es auch ehrlich gesagt schön, wie Luke die Wände hochgelaufen ist, während sie nicht da war. Ich mag das ja immer, wenn der Grummel-Luke so ein bisschen dann doch ein paar Emotionen zulässt. Ja, und das ist auch sehr angebracht, weil in diesem echten Buch, was sie danach machen will, hat die Protagonistin nämlich mehrere One-Night-Stands, während sie da rumwandert. Ach so, habe ich den Film nicht gesehen. Ich habe das auch nicht gesehen, ich habe das eben nur gelesen. Und die erlebte nämlich ganz schön was. Das ist nicht so, dass sie alleine durch den Wald läuft. Moment, wovon redest du jetzt von genau? Von Wild jetzt. Von Wild, sie nachmachen Ach will. Ach so, ja. Ja, sie sagt das ja, Luke, auch, dass sie das machen will. Ja. Und ich meine, wenn man dann denkt, dass da was... und er interpretiert dadurch da mehr rein. Na, würde ich sowieso. Ja. Aber er hat sowieso gedacht, dass Schluss ist. Es klingt ja das auch wissen so. Wir ich meine, wenn dein Partner sagt, ich muss mich selber finden und jetzt muss ich alleine sein, das ist kein gutes Zeichen in der Regel. Nee. Ja, genau. Aber ich fand es trotzdem schön, dass er dann so, sie kommt nach Hause und er schon, jetzt macht sie Schluss. Ja, das fand ich schon ganz cool. Okay, es gibt doch was, worauf wir uns einigen können. Ja, na klar, das war schon schön. Ich finde, aber wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen zu so einem Fazit. Auf jeden Fall geht's weiter. Die Hochzeit wird sozusagen vorbereitet. Wir bekommen endlich Suki zu sehen, auf die wir schon seit drei Folgen gewartet haben. Ja, für 30 Sekunden. Wir bewerten später. Sie macht die Kuchen und sie ist immer noch Best Friends forever, forever, ever, forever, ever, ever. Nebenbei bekommt Lorelei, sie möchte ihr Dragonfly Inn immer noch, da gibt es ja auch immer noch diese Krise, weil, genau, Michelle will gehen, weil er hat einfach nicht genug Möglichkeiten, er würde sich lieber mehr ausleben und sie läuft dann zufällig an einem der 10 Gebäude von Stars Hollow vorbei, das dann auch noch zu Verkauf steht, von irgendwelchen Nonnen. Seit wann gibt es eigentlich Nonnen in Stars Hollow? Ja, sowas, ne? Plötzlich ein ganzer Konvent. Und was spielen die da eigentlich noch? Pokern die? Ich glaube, die Poker, ne? Ja, die Poker, die fragen, ob sie mitmachen. Die Pokernonnen und an wen wollen die noch verkaufen? Irgendein Promi möchte das Haus auch, glaube ich, haben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es war. Naja. Stimmt. Ja, wer war denn das? Und sie, Sängerin? Irgendwer war das. Und Lorelei hat aber ein bisschen Auge drauf geschielt. Ich glaube, weil sie damit potenziell, ich habe es nicht ganz verstanden, ob sie jetzt ihr Hotel dahin verlagern möchte oder ob sie zwar eine Seitenfiliale, eine Nebenfiliale aufmachen möchte. Ich glaube, es geht darum, dass es größer werden soll, dass Michelle auch mehr zu tun hat. Er erwähnt ja mal, dass er gerne ein Spa hätte. Ja. Und sie sagt ja mal, dass sie räumlich an dem anderen Gebäude wäre das ja sozusagen, dann wäre er sozusagen Hotelleiter in seinem eigenen Hotel dann. Ja, oder hätte auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, was zu machen. Ja, genau, das geht noch nebenbei. Rory derweil, wie geht's denn mit Rory weiter? Genau, sie hat sich ein bisschen über Lorelei hinweggesetzt und hat jetzt das Buch einfach angefangen und präsentiert. Ja, auch eine super Idee. Nein, ich will das auf keinen Fall. Naja, gut, ich finde es besser, als wenn sie jetzt gesagt hätte, wenn Mama Nein sagt, sage ich auch Nein. Ja, aber man hätte vielleicht ein bisschen länger drüber reden können, als sich auf dem Friedhof. Ja, wo denn? Die ist doch wandern gewesen. Wann hätten die denn reden sollen? Ja, gut. Sie hat doch ihr Handy auch wahrscheinlich ausgemacht. Wenn Rory was will, dann hätte sie bestimmt sofort, wäre sie zurückgelaufen. Ja, also für den Plot, es muss ja so sein. Sie muss sie schreibt natürlich das Buch und sie hat sich echt, sie hat sich da auch einen Buchtitel überlegt. Ehrlich gesagt, holla hallo, also wirklich. und zwar, wie heißt das Buch, Lenka? The Gilmore Girls. Genau. Zuerst. The Gilmore Girls. Das muss man auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Klingt gut. Ja, starke Sache. Lorelei lässt sich das auch auf der Zunge zergehen und sagt dann irgendwann, ja, ist schon gut, aber das The ist noch zu viel. Also wird es noch gekürzt auf Gilmore Girls und Pots Blitz Zapperlot. Wow. So heißt doch auch die Serie. Es gibt's nicht. Ja. Genau. Jetzt ergibt das Sinn. Das ist so verrückt, ey. Emily derweil macht eigentlich auch ziemlich coole Sachen. Ne? Sie verkauft ja Richards Haus, was ich gar nicht so schlecht fand, und legt sich stattdessen dieses Ferienhaus zu. Also das gehört ihr vorher schon oder hat sie das jetzt komplett gekauft? Ich glaube, da waren sie einfach immer nur in den Sommern oder wann sie da waren und jetzt hat sie es gekauft. Jetzt hat sie es komplett verkauft. Ja, aber, genau, und wird jetzt anscheinend ihren Lebensmittelpunkt da hinlegen und verkauft einfach Richards Haus, was ich zum Beispiel sehr gut fand. Was ich gar nicht gut fand, weil ich habe das so in Erinnerung, dass das ein Familienhaus ist.
Die wahre Lorelei kommt doch zu Besuch, also jetzt in der alten Serie. Ja. Ja, und dann, ich war irgendwie immer unter dem Eindruck, dass es aus seiner Familie stammt. Und jetzt meine ich, dass sie in der neuen Episode sagt, ja, Richard hat damals dieses Haus gekauft und ich verkaufe das jetzt. Und ich denke, wie hat das gekauft? Hat er das wirklich gekauft? Also man müsste es vielleicht nachgucken, aber ich fand es irgendwie... Oder hat sie das gesagt? Hat sie das auf das Ferienhaus bezogen? Nee, das war schon... Nee, das will sie ja kaufen. Ja. Aber sie hätte, ich meine, sie hätte ja auch genug Geld, beide zu haben. Ja. Das, deswegen... Ja, aber das finde ich für den, also ich finde es halt gerade stark, weil sie auch sagt, sie möchte nicht mehr an dieses Haus gebunden sein. Ja, und klar. Sozusagen, sie ist ja auch irgendwie noch immer in diesem Haus mit diesem riesen, sie ist immer irgendwie als Witwe Richards da noch definiert. Und davon löst sie sich ja. Sie hinterlässt ja auch, was ich auch total klasse fand, wie sie diesen Alt-Frauen-Club da verlässt. Fand ich super. mit dieser Blondine Trophy da vor Wife. Ihm. Ja, diese Trophy Wife fand ich auch sehr gut. Genau, und sie macht sich ein bisschen selbstständiger. Das hat mir ganz gut gefallen. Was denn? Und am Ende der Folge läuft alles auf die große Hochzeit hinaus, die Luke und Lorelei eigentlich ja ganz groß feiern wollen und dann entscheiden sie sich zuletzt doch noch dafür. Sie wollen, glaube ich, das Herbstfest entern, oder nicht? Ach, so war das. Ich dachte, die hätten eine Hochzeitsfeier vorgehabt. Ne, es ging doch darum, dass Kirk dann sagt, er hat die Deko zerstört. Ja. Weil eigentlich sagt sie irgendwie immer, ja, wir nehmen einfach die Deko vom Herbstfest und dann sind alle da und alles ist schön und gewinnt. Und dann sagt er, oh nein, ich habe jetzt alles anders gemacht und sie wird das so furchtbar finden. Aber dann hat er es natürlich voll schön gemacht. Das, ja, genau. Also das war richtig schön. Genau, ja. Sie entscheiden sich ja dafür, das dann einfach nachts heimlich zu machen, statt vor allen Leuten, weil sie das irgendwie doch nicht so ihr Ding ist. Wo ich mir so gedacht habe, für Luke stimme ich zu. Bei Lorelei hätte ich schon gedacht, dass das ihr Ding ist. Lorelei, hallo. Für Rory muss alles immer ganz groß sein und Lorelei und Luke, die in der Stadt das Paar sind, war ja auch damals schon, dass alle gehofft haben, dass die zurück zusammenkommen und die bringen jetzt die Bewohner um die Hochzeit? Also für Luke finde ich macht total Sinn. Ich wäre sauer. Also ja, aber Luke ist halt so. Ich finde, Luke ist genauso. Ja, also der mag nicht das große Brumbererorium, wie man sagt, glaube ich. Und genau, dann gibt es diese heimliche Hochzeit und und ganz zum Schluss werden noch vier gewisse Worte genannt, aber die lassen wir jetzt nochmal aus. Würde ich sagen, die packen wir nachher in Spoiler-Teil, weil das ist ja natürlich dieses große Finale. Das sollte ja eigentlich schon in der siebten Staffel. Jetzt hast du noch gar nichts gespoilert, Henning. Wir lassen die vier Worte. Die vier Worte sind unser Spoiler. Ja, ne, da können wir das dann nochmal ein bisschen, falls jemand das noch nicht gesehen hat. Okay, wir haben echt weit gespoilert. Aber wir müssen noch ein bisschen Spoiler. Schwierig, das nicht zu machen. Egal. In diesem Fall, oder? Genau, und das ist sozusagen unsere vier Episoden, unser neues Ende. Hm. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Fazit ziehen. Ich habe mir das so überlegt, wir machen das so, wir gehen einfach die drei Gilmore Girls, die wir haben, Emily, Lorelei und Rory durch und können ja mal überlegen, was uns so wie gefallen hat. Mit wem wollen wir anfangen? Mit Rory. Vielleicht mit dem das Schlimmste zuerst. Wir steigen direkt ein. Okay. Ja. Ja, also Rory war wirklich total, also der Charakter war total versaut. Komplett. Also ich habe sie überhaupt nicht wiedererkannt. Wäre das meine Tochter, dann hätte ich ihr die Leviten gelesen. Ja, ja. Wie kannst du dich so verändern in 9 Jahren? Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt 9 Jahre nicht in Stars Hollow war. Die war ja zwischendurch immer da und da hätte doch Lorelei irgendwie merken müssen, dass mit ihr was schief läuft. Dass sie sich total verändert hat. Da würde ich, glaube ich, mal eine Sache ansprechen, die insgesamt mir total missfallen hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Serie wirklich 9 Jahre nach der letzten Handlung ansetzt, sondern ich hatte das Gefühl, es ist eigentlich Staffel 10, die 1 Jahr oder 2 Jahre später spielen müsste. Einfach von der Charakterentwicklung. Und das hat mich insgesamt sehr gestört. Nicht nur das, sondern auch von dem, was sie gemacht haben in der Zeit. Ja. Ich meine, Rory hat, sie hat die Kampagne zu Ende gemacht und dann hat sie einen Artikel im New Yorker untergebracht. Das ist alles. Also das kann natürlich alles sein, aber ich hatte so insgesamt das Gefühl, dass wir einfach, dass zu sehr darauf gelegt wurde, dass alle Gilmore Girls Fans bloß keine Veränderung in diesen 9 Jahren präsentiert bekommen, sondern die Charaktere da wieder stehen sollen, wo wir sie jetzt letztes gesehen haben. Ja. Und ich finde, das steht total im Kontrast dazu, dass aber alle mittlerweile 9 Jahre älter sind. Und ich finde, bei Charakteren wie Kirk oder Taylor, da stört mich das gar nicht. Das sind das sind ja keine Charaktere, das sind Typen. Die haben immer so ihre eine Seite und die mögen wir, da funktioniert das. Aber ich finde, gerade bei Rory und Lorelei hat das überhaupt nicht funktioniert. Nee, leider gar nicht. Und jetzt kommen wir zu Paul. Genau. Also das war das Schlimmste überhaupt, was ich von Rory gesehen habe. In den ganzen 8 Jahren jetzt, glaube ich.
Okay, die Streits mit Lorelei waren das Schlimmste. Aber dieses mit Paul, das würde, Rory hätte das niemals getan. Sie würde einen Menschen, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesagt, ja, sie würde einen Menschen nie so behandeln, wie sie Paul behandelt. Ja, und es ist also was ist mit ihr passiert in der Zeit, dass sie plötzlich gegen Menschen ist? Oder was? Sie ist gegen Menschen. Es ist ja auch nicht nur Rory. Das ist für alle, dass sich niemand klar sich erinnern kann. Das ist einfach furchtbar für diese Serie. Die Serie war eigentlich immer genau das Gegenteil. Ja, hat die Figuren immer ernst genommen, auch Nebenfiguren. Und jetzt plötzlich ist es der Gag, dass niemand sich erinnern kann. Ja, und ich fand, das war insgesamt auch ein Problem, auch vor allem in der ersten Episode, dass ich das Gefühl hatte, entweder ist es mir vorher nicht so aufgefallen, aber das kannst du ja vielleicht auch nochmal, Lenka, sagen, weil du es gerade nochmal geguckt hast, ich hatte das Gefühl, der Comedy-Teil wirkte auf mich zum Teil echt platt. Ja. Da hatte ich mal oft das Gefühl, da geht Pointe geht vor Charakter. Ja. Und das war, glaube ich, ein großes Problem. Nicht nur vor Charakter, auch vor Story plötzlich. Das war eine sehr, sehr billige Sitcom. Es wurden Witze gemacht, irgendwann, wo Kirk dir Paris und Rory abliefert, bei Lane fragt er, ob sie ein Verlängerung Kabel hat, das soll anscheinend witzig sein. Ja. Dann gehen die rein und er fährt weg und niemand erinnert sich daran, dass er das vor 2 Sekunden gefragt hat. Das ist wie eine Sitcom. Ich hatte genau das gleiche Gefühl, als Kirk zum Beispiel bei Emily mit saß. Da habe ich mir nur gedacht, guck mal, nochmal ein Pairing, das wir noch nicht hatten. Kirk und Emily, ich lach mich schlapp. Das war ein witziger Kameraschwenk. Ach, Kirk sitzt da, wie lustig. Wer ist dieser Mann eigentlich? Wow. Ja, genau, aber dieses Paul-Ding, finde ich, da steckt wirklich mehr dahinter. Ich finde, dieser Gag, erstens fand ich ihn nicht mal einmal witzig. Ich fand das von vornherein eher fragwürdig. Sogar, dass Luke mit eingestimmt ist. Ich hätte gedacht, Luke wäre der von den dreien gewesen, der noch sagt, hey, klar, Paul. Und er ist so nett. Er verspricht Luke da ein Werkzeug, was er nicht mehr hat und so. Und er erinnert sich an alles. Die behandeln ihn schlimmer, als Emily Luke jemals behandelt hat. Ja. Die sind schlimmer als Emily, das ist es. Und das ist schon krass. Das stimmt, nee, das stimmt wirklich. Ja. Das ist wirklich krass. Und vor allem, ich glaube, wir haben alle gedacht, so nach der ersten Folge, okay, dann hat sie den jetzt fallen gelassen. Dann war das wahrscheinlich nur so ein Typ, den sie 2 Monate gedatet hat und hatte nicht so wirklich Bock drauf. Ist ja okay. Nein, aber das zieht sich ja das ganze Jahr durch. Die waren ja 2 Jahre zusammen. Zu dem Zeitpunkt schon am Anfang. Also insgesamt vielleicht dann, also zum Zeitpunkt von Winter, von Winter. Insgesamt also wahrscheinlich 3 Jahre. Er sagt, heute ist unser... War das der, oder hat der Geburtstag? Nee, Jahrestag, oder? Ja, und sie sagen das vorher auch, als sie, wer ist das? Der war doch schon mehrmals da, wir sehen uns schon 2 Jahre und so. Ja, ja. Und das andere ist ja auch, dass sie ja während dieses Jahres, wir wissen ja auch nicht, was davor war, die ganze Affäre mit Logan immer noch hat. Ja. Ja, Rory ist eine Schlampe. Ja, und sie sagt ja, es ist so geworden. Herzlich willkommen, liebe Gilmore Girls Fans. Lenka sagt, was alle denken. Ja, es tut mir leid. Ich habe mir drüber Gedanken gemacht, warum sie so. Ich meine, Lorelei ist ja kein gutes Beispiel, was Beziehungen angeht. Lorelei war ja schon immer ein bisschen beziehungsgestört. Aber nie auf diese Art. Sondern aber sie mit sich nicht klar. Ja, und mit dieser aber ich denke halt, dass Rory das so ein bisschen. Rory hatte auch Schwierigkeiten mit Beziehungen. Also auch schon bei Logan. Ja, aber sie hatte nie Probleme mit Moral. Ja, ja, das nicht. Nee, das entschuldige ich also überhaupt das ist, nicht. Also dass sie jetzt keine gute Beziehung hat, okay, das hätte man ja so machen können. Man steigt ein, und sie hat eine Beziehung mit jemandem, den keiner kennt und die ist nicht gut. Ja, genau. Aber nicht aber auf diese Art. Ich habe mir halt nur Gedanken gemacht, wie man das erklären könnte, dass Rory so ist. Sie soll halt straucheln irgendwie. Ne? Ich meine, irgendwie straucheln ja alle drei. Und auf dem Papier finde ich das ganz gut. Also es sind ja drei Frauen, die versuchen irgendwie so Sinn daraus zu machen, wo sie hingehen sollen. Ja. Und das klingt ja erstmal ganz gut. Die Umsetzung ist einfach irgendwie nicht gelungen. Was? Aber wenn wir jetzt sagen, Rory war immer sehr moralisch, muss ich sagen. Hätte denn, wenn sie das gewesen wäre, hätte sie beispielsweise mit Dean, als er damals schon verheiratet war, aber da war auch sie fix und fertig das war mit auch den Nerven. Ein Riesending, als das passiert ist. Ja, na klar, aber ich meine, da hätte man auch sagen können, ey, du bist verheiratet, das gehört sich nicht, ich mach das nicht. Ich meine nur, sie hat auf jeden Fall eine gewisse Moralflexibilität, hat sie auch. Nein, aber sie damals war sie fix und fertig, die hat geheult, die hat sich und Vorwürfe gemacht. Sie hat das damit gerechtfertigt, dass es ihr Dean ist und dass sie ihn liebt. Ja, ja. Jetzt gibt es keine Rechtfertigung. Nee, aus Liebe kann man immer viel rechtfertigen. Und ja, das dabei kann ich eher auch verstehen, Dean hat ihr erzählt, dass die Ehe nicht läuft. Das ist keine Entschuldigung. Ja? Nein, das ist nie eine Entschuldigung. Es war aber was anderes. Es war wirklich was anderes als jetzt, wo sie den behandelt wie sonst was. Ich meine, okay, natürlich kann man auch Paul die Schuld geben, dass der das mitmacht. Mann ja, das klar. mitmacht. Ja? Wenn ich meine Freundin nicht, wenn ich meinen Freund 3-4 Tage nicht erreichen kann. Ja, aber da kommt wieder dieser Sitcom-Charakter rein. Ja, sie antwortet nie auf seine Texte und er denkt weiter 12 Monate lang, schön, ich habe eine Freundin, wo ist die gerade? Aber das ist genau nämlich das Ding, also
natürlich gab es immer witzige Elemente, es gab witzige Charaktere, aber ich fand immer, die Beziehungen wurden immer ernst genommen. Das ist eines der zentralen Drama-Elemente von Gilmore Girls. Und da fühlte ich mich auch echt verarscht. Ja. Und ich fand, dass dieser Witz wirklich auch nicht gut war. Ich meine, ihr könnt euch für einen Witz entscheiden, um das andere wegzulassen, aber dann muss der auch gut sein. Und das war der nicht. Und das war ja bis zum Ende. In der vierten erst hat sie irgendwie nochmal was wegen Paul gesagt, oder? Das war ja nicht Aber Schluss gemacht hat sie nie, oder? Nee, ich glaube nicht. Die ist immer noch mit Paul zusammen. Sie macht sich noch Notizen, als Jess da ist. Ja. Sie sitzt auch Jess und dann sagt sie, ja, Moment, Paul. Und dann sagt er doch irgendwie, Pi verlassen oder so, keine Ahnung. Total aber ich glaube, dass sie am Ende irgendwie, dass sie es doch macht, aber ich weiß auch nicht mehr. Aber nicht nur Paul, sie hat ja auch noch einen Wookie zwischendurch, ne? Oh Gott. Der nächste Running Gag aus Rorys Liebesleben. Es ist ein Wookie und sie weiß nicht, ob er das Kostüm anhatte oder nicht. Der Wookie, für die letzten vier Wörter muss ich euch, ihr wisst ja, was meine Lieblingswörter waren. Genau, was ich auch jetzt so, ja, wieder mal ein Gag, fand ich jetzt auch nicht so prall. Insgesamt fand ich insgesamt die ganze Beziehungsebene hat mir nicht gefallen, muss ich wirklich sagen. Erstmal bin ich Team Jazz, das ist ja klar. Ja, aber ich fand's. Wie oft denn noch, Henning? Ich fand aber auch, ich mochte Logan auch noch nie. Ich fand jetzt auch nicht die Affäre mit Logan, konnte ich jetzt auch nicht so schmackhaft finden, dass ich das nachvollziehen konnte. Ich fand das auch zum Teil, irgendwann wendet sie sich an ihn und sagt, es läuft gerade nicht gut, kannst du nicht nochmal deinen Vater fragen, ob der irgendwo ein gutes Wort einlegen kann? Und da habe ich auch wieder gedacht, Rory, ey, du machst dich auch echt abhängig dafür, von anderen Leuten. Dafür, dass du die Selbstständige sein möchtest, dass du der Überflieger bist, der es nach Yale geschafft hat, der es in Chilton zu was gebracht hat, bist du irgendwie auch ganz schön faul. Nee, wirklich. Das ist halt mehr Emily als Lorelei, was da in ihr steckt. Mehr Emily, die sich auf Richards Kosten so ein bisschen ihr Leben gelebt hat, als Lorelei, die sich wirklich selbstständig gemacht hat. Aber bei Emily, das war noch eine andere Generation und Emily hat sich nicht da hingelegt. Die hat ja immer diese Verantwortung, die in diesen Kreisen und in dieser Zeit den Frauen gegeben wird, sehr, sehr aktiv ausgefüllt. Mit diesem Club, den sie da hat, mit den ganzen Charity-Sachen, die sie da hat. Die hat ja nicht gedacht, oh geil, jetzt habe ich einen und kann mich hier hinlegen. Weißt du, es war, sie hat halt anders gemacht, aber sie war immer sehr ehrgeizig. Ja gut, aber sie war jetzt auch nicht berufstätig. Nein, das war sie nicht. Nee, aber in dieser, wie die da sind, da hat sie das gemacht, was sie konnte. Sehr, sehr aktiv und sehr ehrgeizig. Und nicht so, ich mach mal hier, mal da. Sondern sie war da ja immer sehr zielstrebig. Ja klar, aber trotzdem war ja einer der großen Punkte, war ja, dass Lorelei als Alleinerziehende sich gegen die Familie stellt. Und Lorelei war ja auch immer ein Vorbild für uns, oder? Also ich fand sie immer toll. Und wenn man das jetzt auf Rory dann bezieht, müsste man sich dann fragen, hat das jetzt gefruchtet? Ich glaube, das ist so ein bisschen aber auch, ehrlich gesagt, das Thema der Serie, weil ich immer, Rory, das haben wir ja schon damals gehabt, als sie das Studium abbrechen wollte und zu Emily gehen wollte. Das ging ja auch schon voll gegen die Richtung, die Lorelei vorgegeben hat. Und Lorelei war immer ehrgeizig, aber auch, weil sie mit 16 sich auf eigene Beine gestellt hat. Und das war bei Rory ja nicht so. Sie war ja, sie musste Gegenteil. Weniger selbstständig sein als Lorelei. Eine ganze Stadt hat sie verhätschelt. Ja, das stimmt. Und das Gegenteil von selbstständig und ein normales Selbstbild irgendwie von sich konnte sie ja gar nicht. Ja, aber ich fand halt bei Rory, jetzt wo ich das nochmal gesehen habe, sie war ja immer so ein Mäuschen und voll still, aber sie konnte sich immer durchsetzen. Ich meine, sie konnte sich immer gegen Paris durchsetzen. Dann auf Chilton hatte sie auch so am Anfang solche Probleme, weil sie da nicht akzeptiert wurde. Da konnte sie sich durchsetzen, weil sie einfach intelligent war und wusste, was sie sagen muss. Und jetzt ist sie, das ist einfach nicht Rory jetzt. Naja gut, sie ist halt auch 9 Jahre älter. Ich glaube, ob man jetzt in der aber Schule, ja klar. Ich war doch nicht, als ich jünger war, war ich ein Mäuschen, konnte mich nicht durchsetzen. Ich kann mich jetzt besser durchsetzen. Ja, das hört man raus. Sie soll ja, könnt ihr euch an diese um die 30-Gänge erinnern? Ja. Sinnbildlich dafür sein. Ja, sie soll ja diese Generation sein, die es jetzt gibt, die dann es versucht hat zu schaffen und wieder im Kinderzimmer und gelandet gescheitert ist. Ja, und das, die Idee finde ich auch gar nicht schlecht. Ja, auch wenn man so hingeht, sie wollte immer Journalistin werden und das funktioniert offensichtlich nicht. Sie versucht verschiedene Wege, sie versucht beim New Yorker unterzukommen, bei GQ oder was sie da war. Sie versucht zu Sandy Sass die neue Möglichkeit, Journalismus zu machen. Alles klappt nicht. Und letztendlich entscheidet sie sich für was anderes, was sie dann gut kann. Die Idee finde ich eigentlich gut, weil man muss ja nicht daran festhalten, was man sich mit irgendwie 4 überlegt hat oder so. Das stimmt. Und ich finde auch, dass das so Zeichenhänger. Na, was wollte ich gerade sagen? Dass so die Geschichte, dass sie quasi der große Fisch in einem kleinen Teich ist, aber der große Teich ihr auch wirklich eine Nummer zu groß ist, finde ich auch nicht schlimm. Und wenn man dann überlegt, wie wurde sie wirklich erzogen, und wir haben gerade gesagt, sie wurde verhätschelt, dann wäre es auch komisch, wenn sie wirklich diese Selbstständigkeit 1:1 von Lorelei übernehmen
würde, weil Lorelei ist ja auch nicht selbstständig und freiwillig in diese Situation gekommen, sondern sie wurde da reingeschubst, dadurch, dass sie Rory bekommen hat. Und das ist ja immer noch der große Unterschied. Lorelei hingegen, und vielleicht kommen wir langsam jetzt mal zu Lorelei, hat ja ein ganz anderes Problem. Sie war hingegen immer so selbstständig, dass sie total Probleme hat, was abzugeben, ihre Kontrolle abzugeben oder sich auch. Wisst ihr, was ich meine? Ah, okay. Ja, weil dieses Beziehungsproblem, was die haben, habe ich nicht verstanden und habe ich gedacht, muss ja da sein, damit vier Episoden lang was passiert und am Ende kann es ein überraschendes Happy End halt geben. Weil früher, ich habe das nicht kommen sehen. Ich finde das komisch, dass sie jetzt dieses Problem haben. Ich finde es auch komisch, dass Luke dann sagt, ja, als April da Geld haben möchte oder wo sie nach Europa fahren möchte, ja, das mache ich alles und Lorelei so abkanzelt. Ja, das fand ich auch. Ja, das war ja schon früher bei April und das hat mich auch genervt. Ja, aber das aber ist, jetzt nach, klar, wenn das so lange ehrlich, ist, weißt du, die waren ja Seelenverwandte und diese Art von Problem, die jetzt haben, ist für mich überraschend und seltsam. Ja, nur ja alles war in gewisser Weise kann ich das, glaube ich, schon verstehen, wenn man sich mal diese Beziehung anguckt von Lorelei und Luke. Lorelei ist halt so, die ist halt schon sehr die Performerin, so, ne? Die holt sich immer die ist sehr extrovertiert, hat immer einen Witz, guckt immer, dass sie ihre Aufmerksamkeit bekommt und ist schon sehr auf sich, also ein bisschen narzisstisch schon fast. Und Luke ist ja genau das Gegenteil. Luke nimmt sich ja total zurück und es gibt ja ganz oft solche Beziehungen, wo einer der Partner halt so ein bisschen die Rampensau ist und der andere passt sich dem an. Und wenn man guckt, wo leben die alleine? Die leben in Lorelais Haus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Luke sich da irgendwo groß irgendwo eingebracht hat. Ich hatte irgendwie auch ehrlich gesagt in diesen vier Episoden das Gefühl, Luke ist ein Fremdkörper in dem Haus, weil das für mich 7 Staffeln war das Gilmore-Haus und irgendwie fand ich das, als Jazz da saß, weil er natürlich da sitzt, wenn er seinen Onkel besucht, fand ich es irgendwie komisch, dass Jazz da sitzt. Mir war nie so klar, dass Luke, dass es ja auch Lukes Heim ist, mittlerweile seit was? 9 Jahren. Ja. Und wenn man das mal überlegt, kann man sich schon vorstellen, dass Lorelei die Beziehung total dominiert. Und ja, sagt ja Emily auch zu ihr. Ja. Ne? Und da hätte ich mir zum Beispiel eher vorstellen können, also ich fand jetzt die Hochzeit okay, aber vielleicht wäre nicht sogar ein anderer Ansatz gewesen, dass Lorelei sich auch ein bisschen mehr zurücknimmt und ein bisschen mehr Luke akzeptiert. Naja, das zeigen sie ja dadurch, dass sie ihn dann fragt, weil das alles sagt ja Emily in der ersten Episode und dann kommt es ja zu diesem Kind-Thema. Ja, weil, wo sie ihn auch komplett übergeht. Ja. Naja, aber sie will ihn ja jetzt einbeziehen. Und quasi mit dem Kind irgendwie zeigen, dass er auch was zu sagen hat. Ja, aber ja, genau. Natürlich klappt es da wieder aber nicht. Aber diese irrsunde Haltung, wo es am Anfang noch ganz witzig ist und darum geht, dass Luke irgendwann vor Jahren mal gesagt hat, das ist der Junge. Und das soll dann so, am Anfang, als sie ihn anspricht, wolltest du eigentlich Kinder haben? Ach so. Dann sagt er, ja, ich habe doch einmal gesagt, das ist der Junge. Ach so. Das alles? Okay, und dann, aber was ist das Fazit dieser Unterhaltung? Sagt er deutlich, ja, das wollte ich eigentlich? Sagt sie wollte das eigentlich? Gibt es da eigentlich eine, das, weil die ganze Zeit verstehe ich das nicht. Ja, sie bulliert ihn da wieder rein und sagt, ja, nee, ich habe das nicht abgesagt, das läuft jetzt so im Hintergrund. Aber hat irgendeiner von beiden mal deutlich gesagt, was er will? Es wirkt immer so, als wenn Lorelei das für ihn macht. Ja. Hat er denn gesagt, dass er das jetzt will? Also ich fand die Motivation insgesamt recht nicht wirklich vorhanden, dass das jetzt so kommt, aber ich glaube so, er wollte damit eher sagen, es gab mal ein Zeitfenster, da hätte ich gewollt und jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die biologische Uhr tickt ja auch, deshalb gehen sie ja auch zu Paris, ne? Ist ja genau das Ding. Aber man weiß nie ganz klar, ja und jetzt möchte ich immer noch oder jetzt möchte ich nicht mehr? Genau. Ja, ja. Aber wie deprimierend ist das denn, wenn es ein Zeitfenster gab, die sind die ganze Zeit zusammen, leben zusammen, sprechen nicht einmal darüber, danach sagt er, ah, ja übrigens, das hätte ich auch noch gerne gewollt, aber wie als wenn er irgendwie die Küche renovieren wollte. Ja. Aber ich glaube ganz ehrlich, das ist wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, das wäre zu viel Entwicklung gewesen für den Zuschauer. Und deshalb müssen wir da ansetzen, wo wir auch nach 2 Jahren hätten ansetzen können. Ich glaube, es ist, muss man ganz ehrlich sein, eher dem verschuldet. Aber ja, genau. Also ich finde die Ehe insofern gut, dass Lorelei Luke auch damit zeigt, ich akzeptiere dich jetzt auch. Und anscheinend gab es da ja irgendeinen Blocker, der vor allem von ihrer Seite da war, dass sie Luke auch nicht als lebenslangen Partner sozusagen ansehen konnte. Ja, es wird so aufgebaut, als wenn es so eine Art letzter Schritt nicht gegangen wird. Ja. Als wenn es nicht so teammäßig fehlt dann noch irgendwas. Ich fand es übrigens, wie fandet ihr das denn, dass jetzt Emily die war, die das die ganze Zeit gesehen hat und sich das am Ende dann auch als richtige Erkenntnis gezeigt hat? Schwierig. Ja, auf eine Art und Weise
wusste sie schon immer Sachen über Lorelei, die sie nicht einsehen wollte, weil ich meine, es ist ihr Kind, ja, und sie hat sich auch 16 Jahre lang erzogen. Deswegen finde ich das schon so ein bisschen glaubhaft. Noch gut, dass sie Sachen weiß, die Lorelei selber nicht sieht. Ja. Aber das war so ein bisschen viel. Und vor allem, das war immer so 1:1, das wurde uns so in den Mund gelegt. Emily sagt ihr, du hast ihn gehindert, ein Kind zu haben. Sie geht nach Hause und sagt, wolltest du ein Kind haben? Also das war so ein bisschen zu billig. Irgendwie. Ja, das stimmt schon. Andererseits, ich finde, man hat dadurch aber auch gut erkannt, dass Lorelei halt total blockiert ist, was diese Beziehung angeht. Und selbst wenn Emily, dass zum Teil auch das, was Emily ihr anbietet an Fürsorge oder an verschiedenen Sachen, auch wirklich von Lorelei abgeblockt wird, weil sie da auf dem Ohr auch taub ist. Ja, aber das war ja auch durch diesen Streit bei der Beerdigung. Wir fangen ja mit dem Streit an. Genau, wir steigen ja mit diesem Streit bei der Beerdigung ein. Also genau so zeitlich gesehen. Und den gesehen, fand ich, okay, gut, es war die Beerdigung, dann, ich meine, Emily hat doch gesehen, dass Lorelei da geschlafen, ich fand den Streit auch wieder übertrieben, aber das war ja normal bei denen. Ich meine, sie war betrunken, sie hat geschlafen und plötzlich will Emily, dass die da was Tolles erzählen und dann so einen großen Streit das draus zu machen, der ungefähr, ich weiß ja nicht, wie lange vor, 4 Monate vorher war die Beerdigung? Ja. Okay, 4 Monate haben Emily und Lorelei deshalb Streit und vorher... Die haben sich so oft gestritten und die Streits waren in 2-3 Episoden gelöst. Aber gut, wie lange hat sich der Streit zwischen Rory und Lorelei gezogen? Das war eine Staffel, oder nicht? Ja. Ich meine, das ist ja was mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt, wie unnötig manchmal in Serien so Probleme durchgezogen werden, indem nicht kommuniziert wird. Das findest du ganz oft. Ja. Hier gibt es etwas und entscheidet sich als Drehbuchautor oder als Produzent bewusst dazu, dass das jetzt nicht geklärt wird, weil dann können wir noch 5 Folgen mehr darüber erzählen. Das war ja bei Luca und Lorelei dann mit April ja auch. Ja, genau. Das wurde ja auch alles in die Länge gezogen. Ja, klar. Aber hier fand ich das so künstlich. Ich meine, gerade wenn der Vater, ich meine, es war ja Loreleis Vater. Wie kann eine Mutter das Kind so fertig machen am Tag der Beerdigung? Entschuldigung bitte. Ja. Egal wie schlimm. Aber gut, Emily war ja selber auch sehr emotional. Ich glaube, sie hat da in dem Moment jetzt auch nicht rational handeln können. Aber ihr zu sagen, schon, sie hat ihr mehrmals gesagt, du hast gar keine Beziehung und so. Das ist schon nicht. Ja, es war auf jeden Fall krass. Ich fand es auch ein bisschen übertrieben. Ja, ich fand irgendwie der Auslöser, dass sie diese Geschichte so schlecht erzählt hat oder was erzählt hat, was Emily jetzt nicht hören wollte, fand ich super aufgesetzt. Und dann, wenn sie drinne sind und sich streiten, dann sagen sie zwischendurch sich so Sachen, die wieder ein bisschen wie früher sind. Yeah. Weil früher hatten die gute Streits. Wirklich, gute Streits. das waren gute Konflikte, gut geschriebene Konflikte. Yeah. Und ein bisschen zwischendurch ist das so. Und dann wieder sagt jemand einen Satz, wo man denkt so, echt jetzt? Und dann wieder sowas Gutes. Und nur, wieso haben die sich nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben? Ja. Warum muss das einfach so eine Geschichte sein? Weil eigentlich war es eine gute Idee. Auf dem Papier wirkt das alles so gut. Genau, das ist genau das Ding. Das finde ich genau wie bei dieser Therapie. Ich kann total nachvollziehen. Ich sehe das immer ein bisschen anders oder so, weil meine Freundin ist ja Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Deshalb kriege ich so ein bisschen so einen Einblick in diesen Beruf. Und da gibt es ja auch ganz oft wirklich auch Leute, die sind auch vor allem so Leute, die auch einen Drang zum Narzisstischen haben, was ich bei Lorelei sehe, die sich auch blockieren in so einer Therapie, die da auch wirklich sitzen und sagen, ne, die lassen gar nicht so wirklich die Themen zu. Aber dann frage ich mich trotzdem, warum wurde das etabliert und warum hat sie anscheinend ein halbes Jahr lang eine Therapie gemacht und wie viel hätte das machen können? Ich fand das so eine gute Ausgangssituation, dass Emily und Lorelei sich zusammen hinsetzen, weil die sind ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Die Beziehung zwischen Lorelei und Rory wird ja durch die zwischen Lorelei und Emily sozusagen mitdefiniert. So. Und das fand ich total gut, dass die das jetzt so ein bisschen aufdrehen wollen. Ja, es war ja auch Zeit endlich, dass die sich irgendwie aussprechen. Weil wir haben es ja immer wieder gesehen, dass Emily Lorelei so behandelt, weil sie sie bei sich haben will. Ja, klar, genau. Und nicht, dass sie sie hasst oder so. Ja. Emily war immer nur traurig, weil sie Lorelei verloren hat. Ja. Und beleidigt. Und da kannte aber, dass denn gar nichts in dieser Therapie davon irgendwie angeschnitten wurde. Und selbst wenn es nur wenn es nur eine Sache gewesen wäre, wenn das jetzt nicht das Ende ist, so, sondern aber dass Lorelei oder Emily, einer von beiden, sagt, okay, eine Sache nehme ich mit daraus. Das hätte mir schon gereicht. Wenn wenigstens storymäßig was da rausgekommen wäre. Aber das Einzige, was rausgekommen ist, dass Luke und Lorelei sich gegenseitig angelogen haben. Ja. Genau. Über diese Lüge, dass sie nicht gesagt hat, dass Emily nicht mehr hingeht, das ist die einzige Auswirkung, die die Therapie auf diese Story hat. Und das ist ein bisschen wenig für eine Therapie. Und könnt ihr mir mal erklären, warum jetzt Luke zum Beispiel Lorelei nichts davon erzählt hat, von dem wir gucken uns verschiedene Franchise-Häuser an? Mit Emily? Warum hat Luke da nichts erzählt? Was war die Motivation? Was wäre das Ding gewesen, wo Lorelei
ist ja nicht so, dass Luke das eigentlich wollte. Er wollte es ja eben nicht. Somit wäre das ja eigentlich was er sofort Lorelei sagen könnte. Weißt du wieso? Weil das wäre der gleiche Tag gewesen, an dem sie zur Therapie hätte gehen müssen. Er findet raus, dass Lorelei ihn angelogen hat und dann hätte er sagen müssen, du kannst nicht mit ihr bei der Therapie gewesen sein, weil ich war mit ihr unterwegs. Warum kann er das nicht machen? Naja, das ist ja nochmal ein anderer Punkt, als einfach das zu erzählen. Ja, ja. Aber das war der Handlungsstrang. Er hat es ja quasi gemerkt. Ja, ja, aber ich meine nur, aber er hätte... Natürlich, das hätte er ansprechen können. Das könnte er schon. Das war schon so gelöst, dass er einen Grund hatte, das jetzt nicht zu erzählen und nicht einfach so, ich vergessen, deine Mutter war plötzlich da. Ja, ja. Stimmt, genau, das war also ja. Also er wollte sie ja gar nicht anlügen eigentlich. Ja, ja, er konnte das dann nicht. Also, naja, was heißt, er konnte, aber dann wäre ja auf jeden Fall ein Konflikt gekommen und da er sowieso anscheinend Angst hat, dass sie ihn verlässt. Und er stellt gerade fest, die lügt mich an. Warum lügt die mich an? Aber das finde ich nämlich genau, wenn wir jetzt nochmal, wir sind ja gerade bei Laura, ich finde, das ist wirklich für mich dadurch, ich fand die Hochzeit wirklich schön. Ich fand, das waren schöne Momente. Das ist ja auch dieser Kitsch-Moment in Gilmore Girls, der auch funktioniert. Ne? Ja. Ich fand diese Hochzeitsnacht mit den, die haben sich haben coole Sachen geschmückt. Ich fand das gut. Ich fand ihn übrigens in der letzten Folge noch sehr stark. Es gab diese Szene, wo Rory durch das Haus von Richard und Emily geht und auf einmal am Essenstisch diese Streits aus den ersten Staffeln oder so sieht. Ja. Ja, da hat bei mir vollgezogen. Ja, natürlich. Hammergut. Und ja, dann weil noch, es die alten Episoden waren. Genau, das war, finde ich, es geht ja auch immer um diesen Retro-Faktor, um diesen Fanservice. Und ich finde, so hat er für mich funktioniert. Und als sie dann in Richards Büro geht und sich entscheidet, da das Buch zu schreiben, und dann steht er da für einen Moment, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Das fand ich schon echt gut. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das ist auch was Gutes gab. Genau, nein. Das fand ich schon echt gut. Was, wenn wir aber einfach, wenn wir jetzt dieses Kernproblem von Luke und Lorelei sehen, dass die Kommunikation da nicht funktioniert. Dafür war für mich jetzt aber die Hochzeit als Lösung dessen eigentlich zu schwach. Das war zu wieder wenig, vor viel allem zu kurz. Das war eigentlich wieder sowas wie Eyecatcher, guck mal, hier sind Emotionen, hier sind die großen Feste, die ihr alle mögt und hier passiert was. Aber für die Beziehung, was bedeutet das denn für die Beziehung? Was hat sich denn da jetzt geändert? Das eigentlich, das wäre natürlich nicht so ein super, super Happy End, aber eigentlich hätte es einen Moment geben müssen, wo irgendwie klar wird, dass Luke und Lorelei sich langsam auf Augenhöhe sehen, dass Lorelei sich mehr zurücknimmt und dass Luke am Umkehrschluss auch mehr aus sich rauskommt. Das wäre, glaube ich, die Beziehungsentwicklung, die man bräuchte, um diese Beziehung auf diese Ewigkeit festzunageln. Und das kam ja nicht. Ja, und das ist eine dieser Dinge, warum ich so ein bisschen wütend bin. Weil ich das früher so als Rollenmodell gesehen habe. Und jetzt sagen die mir quasi, ja, wenn du Probleme hast, dann kannst du den auch heiraten. Ja, der Ring wird's richten. So, ne? Ja, das ist furchtbar. Also das macht mich dann wütend, ja. Weil ich da hingehe und dann denke, okay, ich gucke mir das an und weiß ich nicht. Und dann frage ich mich so, habe ich das damals schon alles falsch verstanden? Ja. War das damals auch schon nicht so gut? Und das macht mich Und ganz ehrlich, traurig. Das sind ja so Modelle, Man kennt solche Modelle ja. Es gibt ja manchmal zum Beispiel ein Gefälle der, weiß ich nicht, Attraktivität oder der, wie man sich gegenseitig, wie stark man sich gut findet. Und ich glaube, das Gefälle gibt es bei Luke und Lorelei. Ich glaube, Luke traut sich auch viel nicht, weil er Lorelei einfach auch wirklich toll findet und dann von vorne bis hinten und auch von ihr so ein bisschen an die Wand gefahren wird. Und ich glaube, das müsste sie auch irgendwo mal legen. Aber das war doch früher auch nicht so. Nee, das war früher überhaupt nicht. Also die waren schon immer füreinander bestimmt. Von der ersten Sekunde an wusstest du, das sind die beiden. Naja, auch wenn er eine Frau gewesen wäre. Aber er hatte früher mehr Auswirkungen auf ihr Leben auch. Ja, er und hatte, vor allem, das ist jetzt gar nicht mehr. Jetzt ist er wirklich so, oh Gott, hoffentlich verlässt sie mich nicht. Und damals, sie hat ihn auch geliebt die ganze Zeit. Wisst ihr noch, als sie ihn verlassen hat, wo sie so geweint hat? Das war furchtbar. Oder wisst ihr noch, dass Luke mal ein Haus für sie kaufen wollte, wo die zusammen leben? Was ich total stark fand. Und hier hätte ich zum Beispiel einen Gegenvorschlag. Nimm das Nonnenhaus nicht für das Dragonfly Inn. Das wird auch ohne Michelle laufen. Nimm das für Lorelei und Luke, dass die ein gemeinsames Haus haben, in dem Lorelei nicht schon seit 20 Jahren lebt und ihren Lifestyle einfach so lebt. Das finde ich, ist ganz oft so ein Ding, wenn du zum Beispiel in eine Wohnung mit reinziehst, ist es was anderes, als wenn du gemeinsam eine Wohnung gründest. Wäre zum Beispiel was gewesen, aber was man auch aber das fand ich eigentlich ganz gut am Anfang, weil wir kommen ja rein und wir gehen in die Küche und Luke kocht. Und das gibt diesem Haus, dadurch, dass er da ist, einen ganz anderen Vibe. Ja, sonst, klar, die saßen immer vom Fall. Fernseher und jetzt ist alles in der Küche. Das haben die schon ganz nett gemacht, fand ich, dass er jetzt da ist und seins mitbringt. Ja. Aber wir bleiben so ein bisschen, wir bleiben jetzt mal als Fazit bei Lorelei. Ich glaube, wir hätten uns ein bisschen mehr, also auch Prozess in ihrem Problem gewünscht. Ja, ne? Also also dass sich da ein bisschen mehr angestochen wird, als das jetzt, ich fand das Fazit jetzt, dass die Hochzeit
des Rätsels Lösung sein soll, fand ich echt schwach. Ja. Und ich fand auch diese Wanderung sehr schwach. Diese Wanderung war von Arsch. Das ist jetzt nicht deren Ernst, jetzt extra wieder künstlich Luke und Lorelei auseinanderzubringen mit dieser Wanderung, wo wirklich Lorelei das draußen gehasst hat. Ich weiß nicht mehr, wo das in der Episode war, wo Rory und Lorelei irgendwo draußen waren und voll überfordert waren mit der Situation. Oh mein Gott, ein Käfer! Oh mein Gott, ein Käfer! Und jetzt geht sie auf so eine Wanderung. Wirklich, die sind ausgeflippt, weil da ein Käfer irgendwo Ich muss ja sagen, was bei Lorelei immer so ein kleiner Tick ist, ist, dass sie immer total affin, das haben wir ja auch immer wieder für Filme und Serien und sowas, die ist ja super medienaffin. Das heißt, wenn ihr irgendwas richtig über die Flimmerkiste verkauft wird, dann kann sie das auch toll finden, ohne dass das einen Bezug zu sie hat. Somit finde ich, dass sie jetzt zum Beispiel diese Wanderung macht, weil das diesen Film und dieses Buch gab und jetzt kann sie sich das auf einmal auch vorstellen, obwohl das voll an der Realität vorbeigeht. Aber eigentlich diese Art, dass dann so Leute hingehen und jetzt dieses Buch oder diesen Film, was auch immer von beiden, alles nachmachen wollen, finde ich, von der alten Lorelei her, wäre für mich was, worüber sich Rory und Lorelei lustig gemacht hätten. Yeah. Ja, das stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Und das ist so, jetzt macht sie das? Was soll das? Ja, einerseits, andererseits. Einerseits ist sie aber auch immer so ein bisschen, sie ist ja auch immer in ihrer Film- und Serienwelt und so, finde ich, kann das auch, ja. Ich fand es aber, genau, es ärgert mich auch einfach, sozusagen, wir kriegen verschiedene Modelle serviert, was jetzt ihr Problem lösen könnte. Das ist aber das was Baby. Hatte sie denn eigentlich für ein Problem? Naja, dass es irgendwie, dass die Beziehung irgendwie so nebeneinander stagniert, genau, dass die so nebeneinander läuft und irgendwo gibt es ein Problem und sie konnte es gar nicht finden. Ich glaube, das war eher das Ding. Aber nach 9 Jahren, dass in einer Beziehung nicht mehr alles so rosig, leidenschaftlich und sonst was, ist ja normal. Das muss sie ja irgendwie in ihren Kopf kriegen. Und nur deshalb geht sie auf diese Wanderung, um sich selbst zu finden. Sie hat ja kein Problem. Kein echtes Problem. Muss man das eher als so Sammelsurium der Sachen sehen, dass auch ihr Vater gestorben ist. Ach so, na gut, Wenn du das noch aus der ersten Episode mitnimmst und da das einfach... Dann ist Suki nicht mehr da, sie muss dieses Dragonfly-In da mehr leisten. Ja, okay. Nein, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Ne? Sie muss da mehr arbeiten. Es läuft ja anscheinend auch nicht mehr so super gut mit dem Dragonfly. Ja, sie schmeißt aber auch am laufenden Band da Leute raus. Also das ist auch so, komm, was soll denn das? Und Rory geht jetzt auch nicht so glänzend, wie sie sich das vielleicht mal vorgestellt hat. Also vielleicht einfach ein Haufen Probleme, die sich ansammeln und sie weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. So kann man das vielleicht verbuchen. Ja, ja, aber wir müssten dann im Rückblick Beziehung zu Emily noch von der Lösung her, von diesem komischen Blick, den sie da hat, also an irgendeinem Punkt müssen wir ja rückblickend eigentlich erkennen können, was die Autoren sich gedacht haben und was jetzt das Problem ist. Und das geht ja gar nicht. Sie steht da, guckt sich das an und ich meine, das... Ich finde das auch, Das finde ich auch leider echt zu schwach. Mensch, jetzt haben wir Rory nicht so gut von uns weggekommen, Lorelei auch nicht. Ja, aber Lorelei besser als Rory. Also Rory war richtig versaut. Wie fandet ihr denn, wie fandet ihr denn, das Musical fanden wir schrecklich, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen. Aber viel zu lang, viel verschwendete Zeit. Und so unzusammenhängend. Und? Und die, wie heißt die, Life Death Brigade? Diese Szene. Ja, stimmt, sind wir bei Rory gerade gar nicht drauf eingegangen. Ja, ja, ja. Diese 10 Minuten Life and Death Brigade. Ich dachte war so scheiße. Ja, ich dachte ja erst, es wäre nur ein Traum. Ja. Als der Rabe da auch, war es ein Rabe oder war es eine Katze? Was war denn das? Keine Ahnung. Wirkte auch so, stimmt. Ja, diese Ankündigung. Es war viel zu, das hat überhaupt nicht, noch weniger als das Musical hat das reingepasst. Ja, das hat mich mehr gestört. Das Musical, finde ich, ja, mich hat das auch von der Idee gestört. Fand ich es jetzt nicht so schlimm. Es hat mich ein bisschen an das Museum erinnert, was Taylor auch mal gemacht hat. Aber es war sehr lang. Ich musste ein paar Mal lachen. Ich fand es witzig, als Lorelei das als Einzige nicht so gut fand und alle anderen einfach so zu. Ich fand vor allem Babette. Ich finde ja Babette herrlich. Und wenn sie dann da sitzt, worüber soll man streiten, wie toll es war? Also das fand ich schon ganz witzig, muss ich schon sagen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie fandet ihr denn jetzt dieses Lied? Klar, es hatte mit dem Musical nicht viel zu tun, aber diesen Moment, wo Lorelei... Lorelei da sitzt und sie sieht quasi sich selbst auf der Bühne. Kam das bei euch an oder nicht? Nee, bei mir kam das nicht so an. Wie dieser Ausblick, den sie nachher hat. Toll, ein trauriges Lied. Und sie sieht einen tollen Ausblick. Jetzt ist alles klar. Ich glaube, ich mochte es ein bisschen. Für mich war das zumindest der Punkt, dass ich jetzt gemerkt habe... Entschuldigung. Es kann nicht jeder nur hassen. Für mich war es zumindest, ich sehe, die Serienmacher kümmern sich jetzt langsam um eine Erkenntnis. Ich war einfach froh, dass ich langsam in der dritten Folge Lorelei langsam zu ihrer Erkenntnis kommen darf.
wenn das jetzt noch weiter gegangen wäre mit der Krise, ich glaube, das Wie war, fand ich jetzt auch nicht ideal, aber das Was war für mich dann okay. Also du fandest es nach dem Argument gut, es hätte schlimmer sein. Damit kann ich mich auch arrangieren. Ja, das kann ich dann auch sagen. Okay, und dann, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Dann wollen wir mal langsam zu unserem letzten Gilmore Girl kommen, zu Emily. Na gut, Emily, haben wir ja gesagt, dass sie die beste Entwicklung haben wir schon durchgemacht gesagt? Hat. Haben wir noch nicht so gesagt. Nicht? Ich glaube, wir haben es in der Redaktion, glaube ich, schon mal so ein paar Mal besprochen. Und ich glaube, Lorine und ich haben das auch in unseren Reviews mehrmals angemerkt. Ja, wo treffen wir Emily zu Beginn so? Da ist sie gerade dabei, das noch zu verarbeiten, ne? Dass Richard tot ist. Ja, da ist sie ja in Jeans. Ja, in Jeans fand ich oh mein Gott. Ich fand übrigens wieder mal, ich finde ja Kelly Bishop wirklich super. Also ich fand, es gab ein paar Sachen jetzt in den vier Folgen, die waren mir ein bisschen too much. Also das jetzt zum Beispiel in diesem was war das? SeaWorld-Museum oder was das da war am Ende. Ja, war für mich ein bisschen zu viel. So, da sollte sie noch mehr ihre Tyrannin rauslassen, ihren Stalin, ne, wie wir gesagt haben. Und das war auch wieder so ein bisschen, es war einfach zu wenig Zeit. Warum geht sie am Anfang hin? Weil Jack sie da hinbringen will und dann geht sie einfach alleine hin. Ja, ja. Sie geht einmal in sowas, dann sieht sie das und das ist jetzt ihr Lebenssinn. Und das finde ich vor allem im Kontrast dazu, dass mir diese 90-Minuten-Episoden meistens zu lang vorkamen. Denke ich mir so, ja, warum dann nicht die Sachen, ich meine, Life and Death Brigade, Museum, ihr habt ja Punkte gehabt, es war ja Zeit da und die habt ihr mit Sachen gefüllt, die wir nicht brauchten. Stattdessen hätte man sie mit Sachen füllen können, um Sachen herzuleiten. Das wäre besser gewesen. Vor allem die am Anfang da sind, die Sachen, die keine Auswirkungen haben auf irgendwas später. Ja, ja, das hat Therapie überhaupt keine Kontinuität. Ja. Nee, alles verläuft im Sande. Ich fand ja zum Beispiel auch die erste Folge jetzt nicht toll, aber am Ende diesen Ausblick, Emily hört hin, dass sie eine Therapie machen könnte, dachte ich mir stark. Dass mir das erstens bedeutet, dass sie hört mehr auf Lorelei, als was das früher der Fall war. Also gibt es eine Entwicklung. Naja gut, das haben die aber auch extra herausgestellt. Oh mein Gott, sie macht wirklich die Therapie. Ja, aber das fand ich okay. Okay, du fandst alles schrecklich. Das fand ich auch ganz niedlich, wo sie telefoniert und Luke dann immer so, mitgehen? Ja, okay, das war lustig. Sie ist ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen und sie ist ja eigentlich auch schnell. Also so, ja. Und das checkt sie nicht, weil sie wirklich sich so freut, dass die Mutter einmal einen Ratschlag hat. Und das war ja genau dieser Hoffnungsschimmer. Wir haben ja gesagt, die beiden wollen sich ja eigentlich, die mögen sich auch, aber sie finden den Kommunikationsweg nicht. Und da gab es ja diesen Hoffnungsschimmer am Ende der ersten Staffel. Genau. Und das fand ich total gut. Da war kurz wirklich so ein Lichtstrahl. Da habe ich auch gedacht, okay, aber wir vergessen das. Nee, genau. Und dann ist halt diese Therapie und irgendwie, genau, Emily macht sie und keiner von beiden ist dann motiviert und das finde ich wirklich schade, dass auch keiner dann mal irgendwie sagt, aber jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Diese Therapeutin, also da läuft ja auch überhaupt nichts. Die machen ja alle gar nichts. Das gibt's aber. Die Therapeutin wird dann komplett parteiisch, geht mit Emily raus, bespricht heimlich mit ihr irgendwas, während die da, weiß ich nicht, Luft schnappen oder sowas. Also das ist ganz komisch alles. Vor allem finde ich auch komisch, eigentlich ist Emily da hingegangen, um auch noch den Tod von Richard aufzuarbeiten. Und da kriegen wir jetzt auch gar nichts. Hat sie denn da jetzt irgendwie Trost finden können? Das wäre ja zum Beispiel auch mal interessant. Das heißt sofort, nee, Lorelei, du musst auch mal da hinkommen. Und dann denke ich mir, ja, warum? Weil es jetzt mit Richard ein Prozess gab oder warum, das wissen wir auch nicht. Wir gehen dann einfach davon aus. Und da finde ich auch ganz ehrlich, dass diese Zeitsprünge, die uns ja irgendwie Entwicklung verraffen sollen, nicht funktionieren. Für mich hat dieses, ich mache ein Vierteljahr einen Sprung, um dann davon dem, was ich dann in dieser Zeit sehe, irgendwie gefühlt ein Drittel mit Fanservice serviert bekommen, geht das nicht auf. Ich hätte, glaube ich, das besser gefunden, wenn wir vielleicht 6 oder 12 Folgen gehabt hätten, die dann kleinere Sprünge gemacht hätten. Und man hätte sich dann, ich fand auch 90 Minuten am Stück, hat mich jetzt auch nicht so richtig gekriegt. Ja, die opfern auch viel zu viel, ja. Am Anfang von Summer, als dann alle immer wieder zu Rory sagen, hey, wie schön, dass du wieder da bist, ja. Da ist sie ja eigentlich schon länger wieder da. Ja. Warum sagen das jetzt alle? Nur weil es ein lustiger Witz ist. Und das haben die früher nicht gemacht. Früher haben die nicht Story dafür geopfert, einen billigen Witz zu machen. Ja. Genau. Die haben uns sich immer intelligent genug gehalten, das zu checken, dass sie jetzt schon länger da ist. Das war ja auch mit den ganzen Schnitten, auch vor allem in der ersten Episode mit Rory, einmal in London, dann wieder sofort in Stars Hollow. Ja. Also natürlich kann man sich denken, dass es nicht am gleichen Tag ist, aber es sah nun mal nicht so aus. Ja, ich fand's auch. Also das war wirklich eine Sekunde da und die nächste da. Da muss man schon ein bisschen. Das fand ich sogar noch schwieriger in der ersten Folge und so mit Flashbacks und so weiter. Da wusste ich am Anfang auch, ich habe gar nicht mitbekommen, dass das ein Flashback zu der Beerdigung ist von Richard. Vielleicht ging das nur mir so, weil ich da nicht so super aufmerksam war, aber ich fand, das war komisch gemacht. Ja, es war auch untypisch eigentlich. Also das fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber es war so überraschend irgendwie. Ja,
Und, das jetzt so erzählt wird. Und ähnlich, glaube ich, ging es mir bei der ersten Affäre zwischen Logan und Rory, die wir gesehen haben. Da dachte ich auch kurz, ist das jetzt ein Flashback? Ja, das war ja das Verwirrende. Dann wusste man nicht mehr, was Flashback ist und was nicht. Ja, dadurch, dass sie dieses Element einmal etabliert hatten, konnte es quasi überall auftauchen. Ja. Ja, und die haben das auch gemacht wie so eine Castingshow. Sie redet ewig und man sieht nicht, mit wem sie spricht. Und alles wird so gesteigert. Und oh mein Gott. Ja. Das war auch nicht schön gemacht. Ja. Aber wir sind ja eigentlich noch bei Emily, glaube ich, oder? Wir regen uns lieber über die anderen auf, stellt sich jetzt heraus. Nee, da kommen wir gleich noch drauf. Aber nochmal kurz zusammen, also genau, und am Ende... Okay, Emily dann noch mit ihrem Hausmädchen, das war ja auch eine Veränderung. Ja. Was ich fand es nicht so gelungen, tut mir leid. Ich muss auch sagen, dass mir diese Perücke des Hausmädchens so nach schlechtem Kostüm aussah. Wir wissen ja, das war ja die Darstellerin. Kannst du es nachgucken? Gypsy, wie heißt die Darstellerin? Hast du es kurz? Die heißt Rose Abdu. Ah, genau. Und das wurde dann irgendwie, haben wir es im Nachhinein erfahren, dass das die Darstellerin war. Aber trotzdem, für mich war diese Perücke, wirkte dieses ganze Kostüm so unauthentisch, dass mich das auch irgendwie, fand ich irgendwie doof. Das war irgendwie so ein Fremdkörper da in der Serie. Ja, und auch dieser Witz, dass sie die nicht versteht. Ja, entschuldige bitte. Was soll denn das? Ja. Sind alle Putzfrauen, können kein Englisch oder was? Das war ja bei Emily immer so, dass die Putzfrauen oder Hausmädchen, Entschuldigung, kein Englisch gesprochen haben meistens. Ja, das stimmt. Ich so, was soll denn das? Aber das war die wohnen ja nicht an der Grenze zu Mexiko, wo die ganze Zeit irgendwie neue nachkommen. Ich finde es einfach faul, diesen Witz immer wieder zu machen. Ja, genau. Es war sitcom-mäßig war es früher nicht, wenn sie die nicht verstanden. Ich fand das früher auch mal witzig. Also ich finde das nicht an sich schlecht, aber dass man immer, und das habe ich auch bei allen vier Folgen das Gefühl, immer wieder die Sachen, die man früher schon mal gut fand, immer wieder aufgewärmt werden. Und das aber auf eine schlechtere Ebene. Ja, genau. Also schlechter einfach. Ja. Aber ich fand, ganz ehrlich, ich fand das Ende von Emily echt stark. Also ich fand dieses, dass sie dann sich so selbstständig macht. Und ich fand ja ganz ehrlich, ich fand das mit diesem Bild von Richard, beim ersten Mal fand ich es nicht witzig, dass es so riesig war. Aber als am Ende das Kleine dann da stand. Ja, da hatte ich auch Tränen in den Augen. Lecker ist doch gut. Lecker ist immer so Hass. Aber dann, naja gut, ich habe schon geweint. Es gab ein paar gute Stellen. Das habe ich noch nie abgestritten, aber es überwiegend. Das fand ich auch schön, weil sie dann, das war wieder dieses, auch von Emilys Seite, als Lorelei gesagt hat, du hast das Bild auch zu groß bestellt. Da konnte sie es ja auch nicht zugeben. Die sind ja sich sehr ähnlich, was das angeht. Und dann stellt sich raus, sie hat es auch zu groß bestellt. Das fand ich ganz schön, aber ich fand irgendwie diesen Ausblick am Ende total schön, dass sie sich dieses eigene Haus kauft und dass sie jetzt sagt, ich fange jetzt nochmal ein neues Leben an. Ich werde mich jetzt nicht mehr, und das finde ich, da hat Emily die Einzige, die ihre Krise den Abschluss gekriegt hat und die wirklich auch geschafft hat zu meistern. Sie ist am Ende quasi durch den Tod von Richard total gelähmt und auch befangen und schafft es wirklich, und dass sie sich auch für diese Therapie überhaupt hingibt, finde ich, ist schon ein totales Zeichen, dass sie langsam auch wirklich nicht mehr so stur ist, sondern auch Sachen zulässt. Und ich finde, Emily nicht nur die besten Szenen so fast gehabt, sondern auch die Entwicklung einfach tipptopp. Ich mochte das total, wo der Jack ankommt und sagt, ich reiß jetzt mal ab. Sie so, ja, mach, was du willst. Das fand ich irgendwie so, das mochte ich einfach, dass sie auch eine starke Frau ist und sagt, ob du jetzt da bist oder der Nächste, ist mir egal. Jetzt, wo du das so gesagt hast, fand ich das auch gut. Weil am Anfang, als ich das gesehen habe, fand ich das unheimlich furchtbar Sitcom-mäßig. Sie steht da und guckt raus. Er sagt, ich fahre jetzt. Plötzlich sind die Koffer da und er steigt direkt ins Auto. Ja. So, das muss sie ja vorher gewusst haben. Da hat er sagt ihr es zum ersten Mal. Ja. Aber jetzt, wo du das so sagst, dass das zeigt, dass sie da jetzt nicht so emotional an ihm hängt, finde ich das auch gut. Ja, vor allem, ich finde das, wenn du nochmal an die Beziehung zu Richard denkst, die ja auch von seiner Mutter total für sie so negativ geprägt war. Ne? Das hat ja alles auch immer mitgeschwungen. Wie hieß die nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Die hieß auch Lorelei. Ja, und die hatte diesen Spitznamen. Oh, wir kommen nicht drauf, ne? Die originale Lorelei. Nee. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Ach. Bunny aber nicht. Liebe Hörer, wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir stehen echt auf dem Schlauch. Oh, Mann. Okay, egal, auf jeden Fall. Oder wenn es euch einfällt, brüllt es rein. Das war ja auch total negativ, ne? Und ich glaube, das ist insgesamt auch das, wovon sie sich jetzt losgelöst hat, indem sie auch das Haus los wird. Das ist ja irgendwie noch so ein Geist, der über dem schwebt. Und ganz ehrlich, sie hatte an Richard immer so ihre Probleme, wenn er so ein bisschen freigedreht hat und so. Sie hatte auch nie, glaube ich, das Gefühl, dass sie wirklich Gehör bekommen hat. Oder vielleicht pauschalisiere ich das jetzt auch, aber ich glaube, sie holt sich jetzt ganz ehrlich das zurück, was es nicht gab. Und dass sie jetzt den Jack da mal stehen lassen kann und jetzt so sagt, ich mache jetzt einfach mein Leben, wonach ich Lust habe und nicht
muss nicht mehr so viel Kompromisse eingehen, das finde ich total schön. Sie hat ja auch die Kompromisse auch immer für Richard gemacht. Ja. Ne? Also das war ja immer so, sie hat sich ja immer hinten angestellt, aber das war ja früher in diesen Ehen so. Naja, aber trotzdem ist es ja nicht schön, aber ich finde das... Nee, das sage ich ja nicht. Aber das fand ich eigentlich nicht, ich fand, sie wollte das schon damals. Also sie wollte das. Sie war sehr darauf bedacht, dass in dieser Gesellschaft dass das so läuft, wie sie will. Ja, aber jetzt, sie sagt ja auch irgendwann, dass jetzt, wo Richard nicht mehr da ist, das hat halt keinen Sinn mehr, ja? Und das finde ich gut. Nicht, dass sie jetzt so 60 Jahre aufholt und einsieht, krass, ich wollte was ganz anderes, sondern damals war das richtig, damals war sie sehr erpicht darauf, dass sie da einen guten Stand hat, in diesem Club da die Anführerin ist und jetzt sitzt in diesem Club und denkt so... Das ist einfach Quatsch. Ja, das war zum Beispiel sie macht es nur noch aus Gewohnheit, ja, weil sie da sitzt, aber es hat eigentlich keinen Sinn mehr für sie. Und sie kann was anderes machen. Das wurde ja auch so ein bisschen eingeleitet, ne, dass ja auch Lorelei sich darüber beschwert und dann geht Rory auch dahin und sagt, hier, was machst du denn eigentlich für Hobbys, was machst du den ganzen Tag? Und das finde ich auch irgendwie eine schöne Szene. Ich mag das ja auch, wenn Rory und Emily auch irgendwie so ein Draht haben. Das fand ich gar nicht schlecht. Und dann Lorelei sich darüber beschwert, dass sie jetzt zu viel losgetreten hat, indem sie Jack kennenlernt. Das finde ich dann wieder, So, Lorelei will gar nicht so viel Veränderung. Ja, das war auch wieder für mich komisch. Was soll denn das jetzt? Soll sie da nicht in den Club gehen? Ich meine, wo soll sie denn sonst hingehen, wenn sie nicht in diesen Club geht, wo sie seit 40, 50 Jahren hingehen? Aber das Blödeste, was war am Ende, dass halt Emily umzieht, kurz vor der Hochzeit von Lorelei. Also quasi wäre sie, auch wenn sie normal geheiratet hätten, die hätten ja am nächsten Tag geheiratet, vor der Stadt, dann wäre sie nicht dabei gewesen. Ja, aber die Hochzeit finde ich insgesamt, das finde ich, hat für mich auch gar nicht funktioniert, wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Nein, aber vom Gefühl her, das ist, ihre Tochter heiratet endlich. Emily hat gefehlt. Sie sagt, ach so, meinst du? Okay. Ja, ich meine, das hat nicht funktioniert. Und Suki, es wurde, ich weiß, Freundin. Ihr habt Melissa McCarthy, ist mittlerweile eine große Schauspielerin, ihr habt sie wahrscheinlich nicht viel mehr bekommen, aber dann sag doch nicht in der Szene davor, dass sie immer noch die allerbeste Freundin ist, wenn danach dann neben Lane stehen darf, zu der, glaube ich, Rory jetzt auch nicht mehr so viel, nicht mehr Kontakt hat, als Lorelei vielleicht zu Suki. Aber Suki ist nicht dabei. Ja. Suki und Emily hätten mindestens dabei sein müssen. Also das fand ich wirklich schade. Ja, Emily sagt doch aber vorher immer, sie nimmt das jetzt erstmal nicht ernst. Sie fragt doch, wenn Lorelei ruft sie irgendwann an und dann sagt sie, oh nein, das ist abgesagt, die Hochzeit. Ja, genau. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Deshalb wäre das, aber wieso, aber dann wäre das doch genau der Moment, wenn Lorelei nachts um, weiß ich nicht, was das dann ist, eins anruft und sagt, Emily, komm, wir heiraten jetzt. Dann wäre das auch, um das nochmal aufzugreifen, okay, jetzt glaube ich es dir, jetzt komme ich, wäre das nochmal ein schöner Emily-Lorelei-Moment gewesen. Den haben wir dann stattdessen nur in dem Rahmen, dass Emily quasi Lorelei das Geld überlässt. Was ich okay fand. Ja, das fand ich gut. Ja, das war schon gut. Da haben die halt was aufgegriffen aus der Originalserie und was anderes draus gemacht. Und was Gutes für die Charaktere. Aber es wurde dann auch klar, warum wir nochmal diesen Luke-Franchise-Plot dann serviert bekommen haben. Das war mir ein bisschen zu augenscheinlich. Ja, aber es ist jetzt halt rausgekommen, dass es eigentlich Lorelei ist und nicht Luke, dem die das hätten geben sollen und dem die das hätten offenbaren sollen. Das fand ich eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich auch für sozusagen das Rollenbild auch eigentlich interessant. Ne? Richard sieht also sozusagen, er hat eine Tochter, die hat sich ein eigenes Hotel aufgemacht. Die erfüllt viel mehr das, als was er in Luke sieht. Aber könnte man zum Beispiel sagen, sein klassisches Rollenbild sagt aber, der Mann kriegt das Franchise-Geld. Aber er hat Lorelei auch immer Geld gegeben. Ja. Also wenn sie wollte das ja nicht, das war ja der Grundplot der ganzen ersten Story. Okay. Also ja, ich fand es auch interessant, so jetzt nicht aus Richards Sicht, sondern generell, dass es nicht Luke ist, sondern dass es Lorelei ist, die den Ehrgeiz hat, das jetzt zu machen. Aber dass Richard auch, ich meine ganz ehrlich, wenn er sein Testament geschrieben hat, hätte er auch sagen können, das Geld geht an Lorelei, die aus dem Dragonfly Inn mehr machen soll. Das ist ja bei Luke auch gegen ihren Willen, gegen seinen Willen gegangen. Ist ja genau das gleiche Prinzip. Mit ihm hatten sie noch nicht so viel Erfahrung, wie er sich aufregt. Der konnte das ja auch nicht verstehen, dass Luke so unehrgeizig ist. Also der konnte das ja überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz witzig, ja. Er will nur einen Kaffee haben? Kann er nicht glauben, dass das einen glücklich macht? Ja. Ich würde noch gern über Suki, weil das fand ich auch richtig. Ja, oder wir versaut. Können ja mal insgesamt über die ganzen Gastauftritte von ehemaligen Leuten reden und dann kommen wir mal langsam in den Spoiler-Teil. Machen wir es so. Genau. Okay. Also bei Suki war ich richtig enttäuscht. Ich verstehe auch nicht, okay, ich habe es nicht ganz verstanden. Sie war alleine 2 Jahre lang unterwegs. Vom Taylor sehen wir ja, ne? Nicht Taylor, Entschuldigung. Oh, Jackson. Deshalb ja, wir sehen ja Jackson in Episode 3 oder so. 2 oder 3, glaube ich. 2 Sekunden. Ja. Und da ist ja Suki noch nicht da. Aber ich dachte, da ist er zu Besuch. Ich dachte, sind die nicht zusammen da mit diesem Chefkoch? Das habe ich nicht verstanden. Also ich dachte, die sind zusammen mit diesem Chefkoch und Jackson ist jetzt aus irgendwelchen Gründen gerade da. Okay.
Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe das ehrlich gesagt nie so richtig gesehen. Weil dann habe ich mich gefragt, sie hat 3 Kinder und lässt die 2 Jahre lang alleine, weil sie auf einer Reise ist durch die Welt. Ach so, ich dachte, die ist irgendwo in den Bergen und da haben die so ein Projekt am Laufen, wo die Lebensmittelherstellung erforschen. Nicht, dass sie rumfahren, ja, sondern dass sie einfach dahin gegangen ist. Zu diesem Chefkoch, um das zu machen. Und Jackson und die Kinder sind auch da, habe ich mir aber so jetzt vorgestellt. Mal ganz ehrlich. Ja, aber Jackson ist doch eine Episode vorher, ja, genau, da. Und da dachte ich, okay, jetzt ist er zu Besuch. Weil die dann noch nicht wussten, dass sie Melissa McCarthy kriegen. Da musste Jackson alleine zu Besuch kommen. Aber ich dachte, danach fährt er wieder dahin. Ich glaube, ganz ehrlich, egal wie man es dreht, ich glaube, ganz ehrlich, ganz sauber wurde es erstens nicht erzählt. Und zweitens war es, glaube ich, einfach bedingt dadurch, dass sie Melissa McCarthy erst so spät bekommen haben, was ich ja gerade schon meinte. Ja. Ja, aber das hätten die auch irgendwie anders, besser, keine Ahnung. Also die Ausrede, halt, dass Suki nicht da ist. Von mir aus hätten sie sagen sollen, sie ist schon wieder schwanger und im Krankenhaus 3 Episoden lang. Ist mir doch egal. Ja, irgendwie sowas. Auch, dass sie dann aus dem Dragonfly-In raus ist. Ja, dass sie da raus ist. Sie wollte das mit Lorelei aufmachen. Sie waren beste Freundinnen. Dann haben sie das Ding 7 Jahre. Wann haben die das gebaut? Staffel 3, 4... Egal, 10 Jahre. 10 Jahre machen die das. Rechenschieber. Und dann lässt die Lorelei hängen und haut ab. Das verstehe ich nicht. Und seit wann baut sie was an? Jackson hat was angebaut. Mhm. Sie hat gekocht. Ja, und sie hat sich vor allem nie dafür interessiert, wie er das macht. Sie hat ihn immer angemeckert, wenn es nicht gut genug ist, als wenn er das so beeinflussen kann, wie das jetzt alles wirklich ist. Ich fand es auf jeden Fall, selbst wenn das so wäre, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, jetzt haben wir einmal eine Entwicklung, die nicht direkt da ansetzt an der Staffel 7 und die wird uns auch nicht mal richtig serviert. Die wird in so einem Nebensatz erklärt und keiner rafft es wirklich. Wir sie ja von mir aus hätten die das so billig machen können mit einem Brief, den sie vorlesen, damit ich weiß, was mit Suki war, aber so wusste ich gar nichts. Und dann steht sie plötzlich in der Küche, ganz plötzlich, ich bin wieder da. Okay. Dieser Kuchen ist für dich und dieser Kuchen ist für dich und dieser Kuchen ist für dich. Es ist mir super wichtig, dass du heiratest. Ja. Aber ich bin nicht bei der Hochzeit. Ja. Das ist auch nochmal so, wenn du nochmal überlegst, sie ist da und backt 10 Torten oder so für die Hochzeitsfeier. Das macht sie gerade in der Nacht. Genau. Und Lorelei weiß das so wertzuschätzen, was ihre beste Freundin für eine Kuchenarmee aufsetzt, dass sie einfach nicht Bescheid sagt. Insgesamt, sie hätte einfach mehr Leuten in der Nacht Bescheid sagen können. Das ist ein Dorf. Ich meine, die können da alle, innerhalb von 5 Minuten können die alle auf dem Platz sein. Und da frage ich mich auch, das ist irgendwie merkwürdig. Das ist wirklich, da finde ich, hatte die Hochzeit leider echt drunter gelitten, wer da steht, einfach daneben. Ja. Und dann, finde ich, werden man wieder den Charakter nicht gerecht und wahrscheinlich liegt es an Geldgründen oder so. Naja gut, aber wir wollen jetzt mal langsam den Spoiler-Teil einläuten, und zwar die letzten 4 Wörter. Wer möchte sie sagen? Wir können sie aufteilen. Ich fange mit an. Also Rory sagt es zu Lorelei und sagt, I'm... Na, warte mal kurz, das geht ja nicht auf. Mom. Oh, scheiße Gott, wir haben 4. Die letzten 4 Wörter. Nochmal. Spannung. Mom. I'm pregnant. Was? Woher kennen wir das? Das habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich, in der Serie. Hat das nicht schon mal irgendjemand gesagt? Nee. Nee? Hat nicht Lorelei das gesagt? Hm? Suki hat's gesagt. Lane hat es gesagt. Ja, aber hat Lorelei genau das zu Emily gesagt? Mom, I'm pregnant? Damals, als sie 16 war? Ja, viele Arten, das zu sagen, gibt's ja nicht. Ja, aber genau, aber das ist doch. Das ist doch aber genau das Zitat auf Lorelei. Ja, aber sie wiederholt trotzdem. Doch extrem. Ja, aber das sagt doch jeder, der schwanger ist. Nee, wenn das zu seiner Mutter sagt, ja. Ja, gut, Mom, okay. Das ist doch Mom, I'm pregnant. Und nicht Dad, I'm pregnant. Ja, oder okay. Best Buddy, I'm pregnant. Aber das ist jetzt, das kommt vielleicht häufig. Ich glaube, das soll doch klar der Verweis sein. Okay, wer hat es jetzt nicht erwartet? Wer war überrascht? Ich war schon ein bisschen überrascht, dass sie es wirklich so vorhersehbar machen. Ja. Also ich dachte, sie bedenken sich. Das war die größte Enttäuschung, weil wir alle, wirklich jeder, der sich irgendwie über die 4 Wörter unterhalten hat, schon mal gesagt hat, ja, Mom, ich bin schwanger, das wird dann die sein. Und dann kommt es auch noch. Es ist einfach dieses Typische, aber auch, guck mal, das wurde ja jetzt jahrzehntelang so besprochen. Ja? Jahrzehnte? Dann muss schon ein bisschen, ich würde sagen, ein Jahrzehnt. Nein, wieso? Sie hat das ja schon von Anfang an gewusst, als sie die Serie angefangen hat, die 4 Wörter. Stimmt. Also 2 Jahrzehnte. Ja, Jahrzehnte. 2. Plural. Henning, check deine Grammatik. Sorry, der Rechenschieber.
Okay, auf jeden Fall, ja, sie sagt, sie wusste schon, als sie angefangen hat, das zu machen, und das wird aufgebaut wie so ein riesiges Ding. Und dann denkt man so, echt jetzt? Vor allem, das funktioniert, finde ich, einfach. Hätte sie nicht so einen Hype drum gemacht, ja, dann wäre es besser gewesen. Ich meine, es ist eine Story über eine Mutter und eine Tochter und ihre Idee war am Ende, dass die Tochter auch. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ich muss aber auch sagen, es funktioniert aus zwei Sachen, auch abgesehen davon, dass es so ein Mysterium ist, für mich nicht so gut. Erstens, ob du 16 bist und deine Eltern sind super engstirnig und halten das Allerschlechteste davon, dass du ein Kind kriegst, ist was völlig anderes, als ob du 32 bist. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber diskutieren, wer wohl der Vater sein könnte. Aber trotzdem in wesentlich sichereren, in einem sicheren Nest sitzt als Lorelei zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dadurch fliegt einfach, finde ich, ist diese ganze Brisanz weg. Lorelei ist halt eben die Mutter, die dann, naja, man weiß es nicht ganz genau, ob sie wirklich dann so cool wieder jetzt damit umgeht, wie sie gerne würde, oder ob sie wieder so sagt, jede Veränderung ist schlecht, ich will das nicht. Also in den letzten Episoden jetzt war sie ja nicht mehr so cool, ne? Nee. Auf alles, was passiert. Da wird sie immer im Emily-Eska. aber auch egal, ob das jetzt vor 10 Jahren gewesen wäre, der letzte Satz. Da war Rory auch mit dem Studium fertig. Ich meine, da kann man ein Kind kriegen. Also das ist doch kein Weltuntergang. Aber es wäre trotzdem ein Unterschied gewesen, finde ich. Ja, es wäre auf jeden Fall ein Unterschied gewesen. Ich meine, es ist ja die Frage, was sie da hätte sie zum Beispiel Barack Obama aufgeben müssen. Ne? Ja, oder stell dir vor, sie hätte den Abschluss dadurch nicht geschafft. Sie wäre im Yale-Studium, wird schwanger und kann ihren. So, dann wäre es schon schwieriger geworden. Ja, gut, aber alles, was in der 7. Staffel passiert ist, passt ja nicht zu diesen 4 Worten. Ja. Das hätte ja dann Amy Sherman-Palladino ganz anders machen können. Mhm. Das kann man ja dann ganz anders lösen. Ja, aber ich finde insgesamt, das war ja jetzt ja sozusagen, wir sind ja immer bei diesen Franchises, aber bei diesen Neuauflagen, was ja gerade auch irgendwie so ein Ding ist. Wir haben Akte X gehabt, wir haben Fuller House gehabt. Da grunzen schon einzelne Mitbewohner. 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 Ich fühle mich auch, als wenn wir hier wohnen. Wie lange sind wir? In unserem emotionalen Dragonfly. Und die Frage ist ja immer, gut, wie wird das gerechtfertigt? Ist es jetzt nur die Kohle, die jetzt sagt, ey Leute, ihr mochtet Gilmore Girls, jetzt gibt's mehr Gilmore Girls? Oder ich finde, für mich war zumindest interessant, naja gut, es gab eine Ursprungsidee und die soll jetzt wieder aufgegriffen werden. Und das hat für mich nicht funktioniert. Nee. Für mich wurde viel zu viel auf diesen Fanservice gelegt. Ja. Auf jeden Fall. Und das hat so viel kaputt gemacht. Ich glaube, und das ist einfach das Ding. Das ist einfach das, was Netflix macht. Es ist auch okay, dass viele Fans sich darüber freuen, denke ich mir. Und ganz ehrlich, wir sind ja Fans. Wir sind jetzt ja nicht die Leute, die jetzt ankamen. Wir haben es ja auch in unseren Reviews öfter mal gelesen, Lorin. Wir wurden auch oft dann kritisiert, dass wir anscheinend irgendwie keine richtigen Fans seien. Oder dass wir irgendwie auch wirklich, weiß ich nicht, die Nadel im Heuhaufen suchen oder was. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Nein, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Weil ich das so gut finde, macht mich das so wütend, dass das nicht gut gemacht worden ist. Ja, eben. Genau, also, man ist ja enttäuscht. Das ist ja die Enttäuschung, die aus uns spricht. Und nicht, weil wir es nicht mögen. Wir lieben Gilmore Girls. Wir hätten uns, glaube ich, wenn das richtig gemacht werden würde, würden wir ganz anders sitzen, glaube ich, gerade. Die andere Frage ist halt, kann man das überhaupt? Kann man 9 Jahre, nachdem diese Serie aufgehört hat, nochmal diesen Charme wirklich so abgreifen? Ich finde es zum Beispiel super traurig, dass der Charakter, wo wir gerade festgestellt haben, der sich am besten entwickelt, ist Emily. Und Emily entwickelt sich am besten, weil der Darsteller von Richard mittlerweile gestorben ist. Und sie damit umgehen mussten. Das war quasi also eine Auflage. Hm. Und die wissen sie umzusetzen. Aber alles andere, wofür es keine irgendwie Auflage gibt, oder wie man sagen möchte, da kommen Lückenfüller. Aber in gewisser Weise, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt das so die 4 Episoden im Rückblick sehe, dass sie sich diese Auflagen selber gegeben haben. Und das ist diese Art von Fanservice, weil diese ganzen Cameos, die sie reingebracht haben, es sind auch ganz viele Bunheads-Cameos dabei. Das interessiert ja ganz viele Leute einfach gar nicht. Ja? Die Gilmore Girls geguckt haben, müssen ja nicht automatisch Parenthood oder Bunheads. Die deutschen Zuschauer kennen es noch nicht und mal, Parenthood. Ja, und die wollen das wird jetzt die US-Produzenten nicht so interessieren, aber das Zweite ist ja auch, selbst wir als Leute, die es geguckt haben, ich als Parenthood-Fan, mich lässt es auch kalt. Ich mochte Barnett war super gemacht. Ja, das war, da hat sie diesen Gilmore Girls Vibe wieder woanders reingeholt und das hat mich gefreut. Ja, und das hat sie jetzt gar nicht geschafft. Und ob die Darsteller da rumlaufen, die Musical-Darstellerin ist ja die Hauptdarstellerin von Barnett, das ist mir eigentlich egal. Die sind ja nicht mal nett eingebaut worden. Irgendwie. Ich mag das überhaupt nicht. Die Parenthood-Leute haben mich da gestört. Ich fand, die Universen, die gehören nicht zusammen. Naja gut, was sie sind ja nicht die das? Gleiche Rolle. Das ist mir egal. Die haben da nichts zu suchen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat es eher eine andere Richtung hervorgebracht. Wenn ich Amber da sehe, und ich muss sagen, Amber, also Lauren Graham und wie heißt sie, May?
May Whitman. Und May Whitman haben für mich, ehrlich gesagt, die bessere, wie sagt man, Chemie als Alexis Bledel und Lauren Graham. Du weißt, was ich dazu sage. Ja, ist egal. Aber ja, für, kommt drauf an. Ja, aber für mich persönlich bekomme ich dadurch einen Kontrast auch noch serviert. Guck mal, während das mit Rory in diesen vier neuen Folgen für mich nicht so gut läuft, sehe ich auch noch die andere Tochter, wo es irgendwie besser funktioniert hat. Das war für mich persönlich auch noch so ein mehr Salz in die Wunde. Aber ja, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, die haben diese gewissen Sachen, ja, diese Fansachen, die sie drin haben wollten, als erstes festgelegt. Ja. Wie auch den Tod, da konnten sie ja nichts dran ändern. Und darum haben sie so eine Story gestrickt. Und da haben sie sich nicht mal so besonders viel Mühe gegeben. Da war gar keine Mühe. Ja. Da war keine richtige Story. Ich sehe da keine richtige Handlung in diesen vier Episoden durchgehend. Naja, ich finde, du hast, wenn du nur die vierte Episode nimmst, geht es. Das, was da erzählt werden soll, das war das Ziel. Aber leider hat man die anderen drei Folgen, die Hinreichung dahin, die war viel zu lange und die, und die war halt nur da, um Leute wieder in die Gilmore Girls Decken zu hüllen und schön watteweich einzupacken. Ja, aber auch die neuen Sachen, die passieren, haben dann keine Auswirkungen auf das, was am Ende passiert. Also, boah. Das hat dann überhaupt keinen Sinn mehr plötzlich. Und da können wir jetzt ja mal langsam noch zum Abschluss auf unsere Daddy-Spekulation kommen mit den neuen Auswirkungen. Ja, es kann eigentlich nur Logan sein, sag ich. Es kann natürlich nur Logan sein oder ein gewisser Wookie, den sie ja... Ja, aber das ist ja... Aber das haben sie doch wieder nur eingebaut, damit wir das jetzt sagen. Ja, das ist nicht Logan. Aber es geht ja auch... Deswegen weigere ich mich, das zu sagen. Das könnte echt sein, ne, dass dieser Wookie auch nur erwähnt wurde, weil das Ende ja in sich... Ja, klar. Ja. Nein, der Wookie wurde erwähnt, weil meine letzten vier Wörter, egal ob sie gehen oder nicht... Luke is your father. Das war meine Lieblings. Ist mir egal, wie sie das hingedreht hätten. Das hätte sie in diesem Zusammenhang, hätte sie es machen können. Dann hätte sie mit Jazz. Das war jetzt auch nicht mehr aufgefallen. Wie wäre das mit Jazz dann gelaufen? Inzest? Ups. Ja, okay, ich hab's nicht mehr ausgearbeitet. Ja, aber gut, Lung. Paul. Das wäre eine Überraschung gewesen. Es können ja nur die beiden sein. Aber ich glaube, mit Paul hat sie noch nicht mal Fingerkontakt im letzten Jahr gehabt. Wie soll da ein Coitus zustande gekommen sein? Ja, also das wird das würde mich sein. Auch wieder ärgern, weil dann, die haben ja ganz viele Sachen nicht erzählt, durch diese Pausen, immer drei Monate dazwischen. Aber dann haben sie die Sachen nicht erzählt, die wichtig gewesen sind. Aber jetzt mal wenn ganz... Die sich du denkst haben. Ja Jazz, weil er sie aus so, dem Fenster sieht. Habt ihr den Blick gesehen, ja, wenn Jazz nochmal durch die Küche guckt und sagt, er sagt mit seinem inneren Auge, I'll be back. Und warum? Weil er noch einen Job zu erfüllen hat. Ein Daddy-Job. Nein. Er ist eine Manny. Also, er wird zur Manny. Ja. Wir lassen dir dein Wunsch denken und reden mal über Logan. Ja, was halten wir von dem? Ich glaube, mit dem Logan aus den alten Staffeln wäre ich vielleicht noch besser klargekommen. Nee. Logan war auch in den alten Staffeln nicht gut. Das war ein Arschloch vom Sorry, Feinsten. Nadja. Er hat zwischendurch, es gab wirklich ein, zwei, drei Episoden vielleicht, wo er was für sie getan hat oder auf ihrer Seite war. Als Richard im Krankenhaus war, hat er sie dort, war er auch im Krankenhaus, hat sie betüllt. Aber sonst war er total egozentrisch und egoistisch. Der war die ganze Zeit das Gegenbeispiel von Lorelei. Mit reichen Eltern, der hat sich wenn er auf diesen Partys weiter sich verstellt, oh, hallo Richard, oh, meinen Eltern geht's gut, ich werde Grüße ausrichten. Und dann säuft er da und macht was, weiß ich was, und behandelt die Leute schlecht. Wie haben die sich kennengelernt? Weil Logan und seine Freunde, Rorys Freund, schlecht behandelt haben, diesen namenlosen, wie auch immer. Weißt du? Ja, ich weiß, wen du meinst. Der in der Uni, der später mit Kristen Ritter zusammen war. Ich mochte den so. Und ich mochte den auch. Mit denen sie die Marx Brothers geguckt haben. Ja. Und den haben die schlecht behandelt, weil der hat bei denen gekellnert. Und deswegen hat die den kennengelernt. Und das so, ist schon genau. Mal, und so war er, wie das, was Lorelei nie sein wollte. So vorne rum und dieses. Für mich ist er ja nicht nur Anti-Lorelei, er ist für mich ja auch ein bisschen der Anti-Jazz. nee, ganz ehrlich, ich fand der... Wie haben wir wieder die... Wie sind wir wieder auf Jazz gekommen? Es ist für mich eine der stärksten Szenen, und da könnt ihr sagen, was ihr wollt, nicht nur für Jazz, sondern auch um Logan ein bisschen fortzuführen, ist diese, wo Jazz wieder zurückkommt und Logan trifft. Und da ist Rory gerade mit Logan und so coolen, reichen Freunden irgendwie essen. Und, Jazz denkt sich nur, das ist dein Freund? Was hast du da... Was ist denn das für ein Typ? Ja, ja. Und ich finde, in dem Moment hatte man auch das Gefühl... Ja, er hat auch irgendwo recht. Und irgendwie war das auch so eine Stoßrichtung, wo man gesagt hat, ich meine, Rory hat ja auch den Heiratsantrag nicht von Logan angenommen und lässt sich jetzt aber wieder knietief auf diese Affäre ein. Yeah. So, ne? Ich glaube,
sie wollen es erzählen, aber ich glaube, wir mögen das nicht, dass sie jetzt, sie hat ja sozusagen diese beiden Seiten. Sie hat einmal dieses Selbstständige, was von Lorelei irgendwie verkörpert wird und auch so ein bisschen die Simplere von Luke, Dean, Jess, das sind ja alles keine Leute aus einem reichen Elternhaus. Und dann hat sie diese andere Seite von Emily und Richard und das repräsentiert ja auch Logan. Der kommt ja genau aus dieser Welt. Und da geht's jetzt wohl wieder zurück. Ja, aber Rory hat es immer auf eine sympathische Art gemacht, sich in dieser Welt zu bewegen. Und Logan hat das nicht gemacht. Nee. Und jetzt ist es ja nicht mal so, dass sie sich da rein ergibt. Ja? Sie ist die Geliebte von ihm. Ja, sie und Logan ja macht ja weiter Freundin. So. Logan ist ja immer noch ein Arschloch. Genau. Er ist verlobt und betrügt seine Verlobte mit Rory, die ihn quasi am Altar hat stehen lassen. Ja. Okay, ich übertreibe. Aber er war damals wirklich beleidigt. Ja. Ich meine, ich glaube, die hatten dann auch, okay, natürlich kann man sich in 9 Jahren wieder Kontakt finden, aber das, und ich finde auch, er lässt es ja auch raushängen, dass er reich ist, ich kann auch mit Frauen machen, was ich will. Ja. So. Und ich finde auch, du hast vorhin gesagt, er sagt, naja, gut, diese, wie hieß sie denn eigentlich noch, seine? Odette, das ist jetzt nur das, was ich machen muss. Ja, ja und? Kannst auch gegen rebellieren. Ja. Das ist ja einfach nur auch eine Ausrede. Ja. Ich meine, warum heiratet er jemanden, den er nicht will? Wir sind wieder bei 9 Jahre Charakterentwicklung. Was hat denn Logan mit seiner ganzen Familie und seinem Status gemacht? Anscheinend nichts anderes, als in den Hotels und Restaurants zu sitzen, die den Hansburgers gehört und sich den Wammes vollzuhauen, immer noch sein Sixpack aufrechtzuerhalten und mit der Life and Death Brigade durch die Welt zu bumsen. Und das ist doch einfach Mist. Und das soll jetzt der Vater sein? Der jetzt irgendwie. Rowena, nochmal. Das fasst alles gut zusammen, danke. Was ich auch. Aber ganz ehrlich, wir müssen ja langsam auch mal zum Ende kommen. Aber ich habe ja irgendwo auch mal gelesen, er soll ja so eine Art Christopher für Rory sein. Und war Christopher nicht auch aus so einem reicheren Elternhaus? Ja, klar. Ja, und. Naja, und natürlich Jess, ist das so. Aber dann, Jess ist Luke und Logan ist Christopher. Aber so, das und wer ist nicht Luke? Dean. So. Wir können nichts dafür, wenn Jared Padalecki sehr erfolgreich ist und keine Zeit mehr und eigenes Kind hat. Genauso gut er sein aber Dean können. Hatte das Kind und die Frau schon vor Supernatural. Tut mir leid. Ja. Okay, ich glaube, wir würden jetzt mal langsam ein Fazit ziehen. Wir können ja jeder nochmal unsere persönliche Sternewertung für diese 4 Episoden geben. Ich glaube, ich habe für das Finale 3,5 gegeben. Ich glaube, ich würde auf die gesamten 4 Folgen leider bei 3 Sternen landen. Das klingt hart. Aber wir haben so viel darüber gesprochen. Es sind so viele Fanservice-Probleme, Plot-Probleme und vor allem Charakterentwicklungsprobleme. Und das war immer das zentrale Element für mich. Also das war immer, solange sich Rory und Lorelei irgendwie und Emily und so sich irgendwie entwickeln, dass ich es nachvollziehen kann, kann ich über Schwächen hinwegsehen. Und ich fand, das waren jetzt die größten Schwächen. Ich habe schon, also mein Fazit ist, es war nicht schlimmer als Akte X, was nichts Gutes bedeutet. Ich habe insgesamt 3,5 Sterne für mich gegeben, aber wirklich, also den halben Stern würde ich halt wirklich, weil ich Gilmore Girls liebe. Ja. Das ist einfach der Extra. Ein Liebesstern. Genau. Ja. Sonst wäre ich auch bei 3 Sternen gelandet, weil es war nicht gut. Ja. Ja, aus dem Grund komme ich auch bei 3,5 an. Für mich war wichtig, was ich gerne mochte, waren die Dialoge, ja, wie viele, die schnellen Austausche, dass es schlagfertig war, dass es lustig war, aber auch emotional war. Und ganz zwischendurch gibt es das, ganz selten, aber es hat keinen echten Bezug mehr zur Story. Ja. Das ist das Problem. Ich mochte, als Lorelei und Michelle sich unterhalten zwischendurch, ich mochte einiges von Emily und Lorelei und das sind eigentlich die einzigen Sterne. Alles andere hat mir nicht gefallen. Aber dafür war, also weil ich es so liebe, ist das schon wert, das gesehen zu haben. Aber das Drumherum ist schon sehr. Ich möchte noch ein Highlight kurz erwähnen, was ich wirklich gut fand und wo wir drauf gar nicht eingegangen sind. Endlich haben wir Kirks 2. Kurzfilm gesehen. Ich muss auch sagen, Charaktere wie Kirk und Taylor funktionieren bei mir. Und die haben auch wieder gut funktioniert. Ja, ja, ja. Und die waren auch nicht zu viel, aber ich fand Kirks Kurzfilm wirklich wieder super. Ich liebe ja, ich mochte den ersten schon so gern. Und der 2., wo die Hand auch irgendwo zu sehen ist. Aber das waren wirklich, das war das Einzige, was geholfen hat. Die Nebencharaktere. Ja. Yeah. Und selbst die haben sie zum Teil versucht, richtig zu versauen. Was sollte das mit Lanes Vater, der gezeigt hat? Ja, oh bitte, ja. Entschuldigung, wir müssen nochmal anfangen. Lanes Vater! Sorry. Aber wenn wir schon mal beim Hassen. Oder Paris Stalins Nummer, Stalin-Nummer mal wieder entschilden. Oh, die ganzen Kinder sind jetzt traumatisiert, weil und sie in Unterricht hat. Und dann hier als Dings da steht, Tristan von Weitem gezeigt wird und sie, eine gestandene Frau, Erfolgsfrau mit 5 Studiengängen oder was, kriegt einen Zusammenbruch. Weiche Knie, Was soll denn das? Und dann auch noch, wie hieß noch ihr Typ, Paris-Typ, mit dem sie ja Kinder hat? Ach. Dingens.
ganz schnell, ganz schnell. Wie hieß er noch, wie hieß er noch? Der Drehbuchautor. Ja, wir wissen alle, wen du... Doyle. So, und wie sie dann auch ihre Kinder an dieses Hausmädchen abgibt. Also Paris war ja in der ersten Folge noch okay und ich mochte, dass die Lorelei auch ein bisschen besser behandelt. Aber in der, war das die zweite Folge, in der sie nur noch schrecklich ist? Mhm. Auch nicht gut. Ja. Und ich muss ja auch nur ganz kurz noch schnell sagen, früher, es war ja immer kurz vor der Grenze zu Fantasy-Serie mit den ganzen Charakteren und so. Es, das war ja das Gute, dass man noch denken konnte, okay, es ist Realität. Es gibt irgendwo diesen Ort, wo bekloppt, nicht bekloppt, ihre Charaktere zusammen. Aber es ist ein bisschen drüber. Na, es aber ist die wahre Welt mit ein bisschen Magie. Ja. Genau, so. Aber jetzt, die vier Episoden, die sind zu sehr abgedriftet. Mit dem Musical, eben mit dem... Zu Sitcom. Ja, zu Sitcom und alles. Und das war dann nicht mehr so dieses Gefühl, oh, ich möchte da hinziehen. Weil das war das, es war nicht mehr Stars Hollow. Und hier möchte ich noch, auch noch einen kleinen Shoutout an meinen, eigentlich meinen Lieblingsthemencharakter aus ganz Stars Hollow loswerden. Aha. Den Troubadour. Auch mein geliebter Troubadour, der uns schon mit Hits wie Wake Me Up Before You Go Go oder Me and Julio Down by the Schoolyard von Paul Simon beglückt hat, hat wieder sehr, sehr gut abgeliefert. Ich mochte auch den kleinen, die kleine Reiberei mit seiner, war das seine Schwester? Ja, seine Schwester, das war gut. Fand ich auch sehr gut, okay. Na gut, dann war es das, glaube ich, langsam auch das schon. Das war doch eine schöne Note, wir haben uns über was gefreut. Ja, ne? Also der Troubadour war das Beste. Ja, ja. Nein. Ja. Was möchtest du? Du sing, Henning! Ich soll singen? Was denn? Na, das Game of Games Intro. Wir singen das haben Game of Games Intro. Okay, wir verabschieden uns. Und wir sagen noch mal ganz kurz, wo man uns finden kann, wer sich in unseren Hass einstimmen möchte. Wo findet man dich bei Twitter, Lorin? Bei Twitter unter Lorirenn. Mit Y. Lorirenn? Ja. Und dich, Lenker? Fahrradlenker. Immer noch ein super Name. Und dich, Henning? Bei, unter Jimmy Tweetboy. Und wer da draußen genauso viel Hass verspürt hat bei diesen drei Episoden, der sei uns willkommen. Ja, und wir wollen uns verabschieden mit einem kleinen Ständchen. Where you lead, I will follow. Anywhere that you tell me to. Where you lead, you lead me to be with you. I will follow. Where you lead. Sehr gut.